So, ein wunderschön. Freunde, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend zum nächsten Lauf der, ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Audi 8 GT3 Digital Cup 2021 Kickoff Season, so steht es auch da. Im, hoffentlich im Titel, Marco, wunderschönen guten Abend. Ich habe hier den Marco Brenn, also alias den Brenno bei uns, Freunde. Und ja, Premiere des heutigen Abends hier auf Brands Hatch im Hause der ACI-Kollegschaften. Erstmal wunderschönen guten Abend. Marco, herzlich willkommen. Du bist jetzt klick live zu hören. Grüß dich, mein Lieber. Servus, Benny. Genau. Ja, ich habe irgendwie die große Ehre hier, mal dementsprechend euch da ein bisschen zu supporten und dementsprechend hier den Job, den weitestgehend hoffentlich alle kennen, was wir normalerweise tun, fast täglich, bei euch hier heute feiern zu dürfen. Und wie gesagt, eben die Strecke habe ich schon genannt. Brands Hatch ist das heutige Thema. Da läuft auch parallel der Rennkalender mit durch. Das ist also ergo das sechste Rennen, wenn ich es gerade richtig gesehen habe im Augenwinkel. Wo wir uns heute
Abend dann im britischen Gefilde aufhalten dürfen. Ja, Naron, wunderschönen Abend, Grüße. Ist das Korn genial eigentlich beabsichtigt? Keine Ahnung, das hat der Marco gemacht. Ob es beabsichtigt ist oder nicht, wie ihr normalerweise wisst, trinke ich absolut gar nichts. Also, ne? Aber das soll jetzt auch nicht heute Abend das Thema sein. Ganz kurz die Info für euch, so wie ihr es kennt von unserer Seite, wenn irgendwas zu laut, zu leise ist, bitte kurz das Feedback raus und dann ist es überhaupt kein Problem. Dann können wir auf jeden Fall nachregulieren. Gerne auch Kollegen, Kolleginnen Bescheid sagen. Das ist, wie gesagt, die Premiere, dass wir hier als Bloody Rain auf dem Kanal der Kollegen unterwegs sind. Wie gesagt, ich freue mich tierisch, definitiv. Und ich bin auch so ein klein wenig aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe auch zudem, dass ihr wohlauf seid, dass es euch gut geht und dass wir dementsprechend hier einen schönen Sonntagabend genießen können. Marco, die primäre Frage des Primären an dich: Wer ist denn Audi Club International Deutschland? Was ist denn der Hintergrundgedanke oder der Entstehungsgedanke gewesen? Beziehungsweise wie ist denn die Kombination, der Schritt zu sagen, wir gehen jetzt als ACI in den Sim-Racing-Bereich mit hinein? Ja, wir sind eigentlich ein klassischer Oldtimer, Youngtimer Tuning Club. Repräsentieren in Deutschland fast 7.500 Mitglieder, die ja mit der Marke Audi und allen ihren Vorgängermarken verbunden sind. Und wir haben uns irgendwann überlegt, Mensch, lass uns doch mal was Neues wagen, lass uns doch mal was machen, mit dem wir vielleicht auch neue, junge Menschen für den Club an sich und natürlich auch für die Marke Audi begeistern können. Und ja, da ich aus dem Simracing komme, war das irgendwie naheliegend. Da haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal was Digitales versuchen. Ja, definitiv, definitiv. Wie lange seid ihr unterwegs schon im Bereich Simracing? Wir sind tatsächlich dieses Jahr erst gestartet im Audi Club International. Das heißt, wir hatten am 17. April diesen Jahres unsere Premiere auf dem Nürburgring, hatten vom Club her selber vorher überhaupt gar keine Berührung mit dem Thema Simracing, außer halt ein paar Organisatoren, so wie ich und den Markus, den du vorhin schon kennengelernt hast, von den Audi-Freunden Bremerhaven, die natürlich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt sind. Ja, verstehe, verstehe. Sehr schön, sehr schön. Aber es ist so ein schöner Einstieg hier. Wie war es? Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen lauter sein sollte, Freund. Ich habe das Mikrofon gerade umgestellt von der Quelle her. Susi, wunderschönen Abend, grüß dich, moin, meine Liebe. Wie war so der Einstieg für dich? War das so ein Thema, wo du überrannt worden bist eigentlich, auch vielleicht von der emotionalen Art und Weise her? Oder war das so ein Thema, wo du gesagt hast, ja, okay, es gibt den Masterplan und diesen Masterplan, den arbeite ich jetzt sukzessive ab und schau mal, was passiert. Naja, für uns war es vor allen Dingen wichtig, unseren Clubs etwas an die Hand zu geben, also ein Instrument, wo sie, hey, sagen können, Menschen, neben Autos und Autos, Schrauben und Ausfahrten haben wir eben auch noch hier was Neues im Angebot. Wie du richtig sagst, es gibt und es gab einen Masterplan, den wir verfolgen. Eine richtige Erwartungshaltung hatten wir eigentlich nicht. Wir haben Wünsche formuliert, was schön wäre. Die sind auch weitestgehend ja, eigentlich übertroffen worden, sage ich mal. Ja, also wir hatten einen echt guten Einstieg, waren aber auch immer realistisch. Also wir hatten jetzt nie eine massige Erwartungshaltung, dass uns jetzt die halbe Simracing-Community irgendwie die Tür einrennt. Ja, verstehe. Genau, wir waren schon sehr realistisch mit unseren Wünschen an das Format. Und wir machen bis heute auch noch Fehler. Ja, das gehört, glaube ich, auch dazu. Das ist unsere Kick-off-Season. Von daher sind wir auch immer noch im Lernprozess. Aber ich denke, im Großen und Ganzen passt das schon. Das ist korrekt. Ich muss hier ganz kurz mal im Chat. Kannst du ganz kurz mal bitte mir einen Mod-Status verleihen, Marco, im Chat? Beziehungsweise die Chat-Mitteilungen hier raus, die Jungs rausbannen. Ja, das habe ich schon gemacht. Okay, perfekt, perfekt. Gut, ja, Brands Hatch. Vom zeitlichen Ablauf her können wir es ja nochmal kurz benennen. Dann möchte ich auch relativ zeitnah in das Ranking mit einsteigen, dass wir uns da mal einen Überblick kurz verschaffen, wer wie wo was.
da von der Konstellation her unterwegs ist, beziehungsweise, ja, ich sag mal, wie interessant es eventuell werden könnte. Also, Ranking für euch eingeblendet, Freunde, wir reden hier aktuell, also das Thema ist so aufgebaut, es gibt die sogenannten ACI-Fahrer, also ähnlich eines Werksfahrers wie in Real Life. Maximo, vielen Dank für den T1 Freestyle, willkommen zurück im zweiten Kurs, geht raus, danke im Namen von der ACI. Wir haben hier die Konstellation, dass externe Fahrer fahren können und differenziert in die Pro- und in die Pro-AM-Kategorie nebst den sauber definierten ACI-Kollegen. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Also wir reden aktuell von dem David Lukukeki, dem Kollegen hier, der pro definiert ist, mit 630 Punkten die Tabelle anführt. 7 Punkte Vorsprung hat vor Ralf Pieringer, nächster Pro-Fahrer als solches. Also ihr seht auch hinten dran die saubere Definition, in welcher Einklasterung die Fahrer hier sich bewegen bzw. definiert worden sind. Der Marcel Müller ist auf der 3 aus dem Hause der NLX und auch die NLX-Kollegschaft haben wir gestern gesehen, wenn ihr euch erinnern könnt, Freunde, auf einem Bentley waren sie unterwegs hier, die NLX-Truppe. 526 Zähler, also da fast 100 Zähler, die Spanne, da stelle ich dir gleich noch eine Frage, Marco, die wirst du mir mit Sicherheit aus der Hüfte geschossen beantworten können. Mike Höckert auf der 4 mit 440 Zählern, wir machen wenigstens kurz die Top 10, dann der erste Pro-AM-Fahrer mit Julius Bomans mit 426 Zählern benannt, Moritz Wrobel, der Teamkollege von Marcel Müller mit 419 Zählern, also auch da sehr eng gestrickt, sodass hier jedes Rennen bis hoffentlich zum Finale hier wirklich entscheidend sein kann und hoffentlich auch wird. Dann Markus Grützner, das ist der erste ACI oder ACI-Fahrer, der, wie ich soeben gesagt habe, Werksfahrer definierte Kollege mit 419 Zählern, also Punktgleichheit zwischen P6 und P7, zwischen Moritz Wrobel und Markus Grützner. Dann haben wir auf der 8 den Konstantin Prinz. Das ist einer der Isort-Kollegen. Bei Isort Marco, gab es eine Umbenennung. Wie heißen sie denn mittlerweile? NLX Racing. Ja, ganz genau. Und das ist jetzt nämlich die Brücke, die ich geschlagen habe zu den Kollegen Marcel Müller und Moritz Wrobel. Da gab es nämlich eine, ich will nicht sagen Umdefinierung, sondern vielleicht auch irgendwo eine Verschmelzung der Teamverstärkung und also auch ein sehr, sehr geiles Thema. Und vor allen Dingen, man darf natürlich auch eins nicht vergessen, Simracing, egal wie, auf irgendeine Art und Weise ist es immer verbindend, oder Marco? Absolut, absolut. Definitiv. Christian Tauchmann auf der 9 mit 354 Zählern und auf der 10 ist der Kollege der Christoph Kaiser, der nächste Pro-AM-Fahrer mit 351. Also auch da minimalistische 3-Pünktchen-Differenz. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Ganz kurz die ACI-Kollegen direkt mal eingefangen. Die sind hier separat in der Wertung drin. Markus Grützner auf der 1 vor Markus Erbe auf der 2, Jan Flair auf der 3, Corbin Binker auf der ebenfalls auf der 3, ihr seht's, 68 Punkte, Zeitgleichheit, hätte ich bald gesagt, Punktgleichheit bestehend. Markus Schulz auf der 5, Dennis Wagner auf der 6, Sven Schneider auf der 7, Ricardo Lein auf der 8 und Thorsten Suhling auf der 9. Ergo, es gibt es in Summe bis dato 10 ACI, sprich Werksfahrer hier, die hier aus dem Real Life irgendwo vereinsgebunden sind und an den Start gehen hier im Rahmen. Wie, Marco, kann man ACI-Fahrer werden? Gibt es da eine Möglichkeit? Also ACI-Fahrer kann natürlich grundsätzlich jeder werden, der bei uns im Verein Mitglied ist. Ja, man muss sich einfach nur an seinen Verein wenden oder eben auch direkt an uns hier auf Discord. Einfach discord.gg/ACI Deutschland, sich einfach melden, sagen, hey, ich bin Mitglied und dann geht es los. Ansonsten kann natürlich, du hattest das vorhin auch schon gesagt, grundsätzlich natürlich jeder teilnehmen. Man muss nicht Mitglied bei uns im Verband sein oder in einem angeschlossenen Club Mitglied sein, um hier mitfahren zu können. Man kann halt einfach nur nicht an der ACI-Wertung dann teilnehmen. Genau, richtig. Aber trotzdem gibt es schöne Pokale am Ende der Saison. Das ist immer schön. Ja, das ist teilweise auch sehr, sehr interessant, definitiv. Ihr kennt das wahrscheinlich generell am eigenen Leib oder generell in den Communities hier. Es ist nicht immer gesagt, dass es irgendwo was... Also meistens fahren primär die Piloten um die goldenen Ananas, wie ich immer so schön sage. Aber es ist schon cool, wenn man da so einen kleinen Anreiz on top hat, definitiv. Generelles Phänomen Gaststarts, Marco, ist jederzeit möglich, wenn Platz ist, korrekt? Genau. Sehr gut. Dann mach bitte Folgendes,
gerne mal den Discord-Link direkt reinsetzen, wenn ihr Bock drauf haben solltet. Und oder auch die Homepage, Marco, wenn du kannst, in den Chat mal kurz rein. Wenn ihr da irgendwo Informationen haben wolltet, gerne über die diversen Wege der Homepage, des Discordes oder sonstiges Kontakt aufnehmen hier zu den Kollegen, zu den Freunden. Und dann spricht dem normalerweise nichts entgegen, da mal eine Teilnahme zu machen. Hey, good evening, Mike. Nice to get you. Welcome. Thanks for following, bro. Nice to see you. Ja, also selbst aus Niederlande wird hier zugeguckt, mein lieber Marco. Das ist der Mike van der Hoek, der hier mit dabei ist, jetzt gerade im Stream. Also ich freue mich. So, Freunde, ich würde sagen, ganz locker, wir machen mal so ein bisschen die Bewegtbildformate und dann gucken wir uns mal das Thema an. Lockeres Format, wir haben das erste freie Training jetzt aktuell noch am Laufen. Folgt gleich noch ein zweites freies Training über eine Dauer von 30 Minuten. Das erste freie Training wird hier so ein bisschen primär erstmal dazu genutzt, dass man einfach eine saubere Join-Phase ermöglichen kann. Ihr seht es wahrscheinlich aufgrund der ersten optischen Wahrnehmung hier, dass hier mit Full Custom Liveries gefahren wird. Das heißt, bitte nicht verurteilen, Freunde, Replays im klassischen Sinne könnt ihr euch zwar erhoffen, aber das wird nicht ganz funktionieren. Deswegen, da müssen wir leider Gottes ohne auskommen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall gehuppt, frei nach dem Motto, ihr haltet fest, ich lass nicht los oder wir lassen nicht los und dann kriegen wir es gewuppt. Ja, wir haben, wie gesagt, jetzt 30 Minuten freies Training gleich direkt im Anschluss und dann geht es in die erste Session hinein, die einer Dauer obliegt von 25 Minuten Quali, 5 Minuten Pause, dann das erste Rennen mit einer Dauer von 45 Minuten, 10 Minuten Pause dahinter und das zweite Rennen ebenfalls in 45-minütiger Länge. Der Unterschied zum Rennen 1 ist der, dass zum Rennstart des Rennen Nummer 2 die ersten 10 Sieger aus dem ersten Rennen, also die ersten 10 Bestplatzierten nach Ende des Rennen 1 umgedreht werden. Also sprich, das Starting Grid der Top 10 im Rennen 2 umgekehrt sein wird. Sehr geil. Super, das passt. Gut, wen haben wir denn mit auf dem Server? Wir haben hier folgende Kollegen mit am Start. Wir haben einmal den Manuel Hurich mit dabei. Mit der Startnummer 30. Bitte nicht wundern, wir reden hier nur von dem Audi R8 LMS. Das ist kein anderes Fahrzeug, aber das ist auch klar, ne? Also Audi Club, und dann irgendwie ein Honda fahren oder so, oder ein Bentley, macht keinen Sinn. So, das heißt also, Fahrzeug ist identisch, ergo es kommt so ein bisschen auf das Händchen des Fahrers drauf an und natürlich auf dessen Erfahrung und auch ein bisschen Know-how, wie ich mit dem Fahrzeug in der Setup-Arbeit einfach noch ein bisschen mehr Performance rausholen kann, schneller werde bzw. ruhiger mit dem Koffer umhergehen kann und dass also das Basismaterial für jeden der Fahrer gleich ist. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, ergo, ich sag mal salopp ausgedrückt, reden wir hier von einem Markenpokal. Twister Live, wunderschönen guten Abend, grüß dich mal lieber. Also, Manuel Hurich ist mit am Start, dann haben wir Markus Grützner, das ist einer der ACI-Piloten, David Lukukeki, der generell Tabellenführender aus dem Hause Xtreme Sim Racing Center mit der Startnummer 111, dann haben wir Julius Bomans mit dabei von der GSR, sehr, sehr geil, die GSR-Lackierung, die kennen wir mit Sicherheit auch, oder? Mit der Startnummer 8, Alexander Götz vom VMS Alex 2 Team, dann Corbin Binke von Auto Union Veteranenclub e.V. mit der Startnummer 2, der Jürg Reinhardt, der Schweizer vom Audi Club International e.V. mit dabei, der Marco Damm, Ubla, da wollen wir hin, Marco Damm vom Schreibtisch. Mann, Marco, mach doch sowas nicht. Marco Damm heißt dessen Team Schreibtischracer. Warum denn auch nicht, ne? Also klein angefangen, mal gucken, wo die Reise hingeht. Viele von uns werden hier mit Sicherheit irgendwo am Schreibtisch angefangen haben, sitzen vielleicht mittlerweile in einem Rig oder sagen, nee, weißt du was, macht keinen Sinn. Ich bleib bei der Schreibtischvariante. Hauptsache, ich kann irgendwo so ein rundes Ding zwischen den Händen von links nach rechts werfen. Warum denn auch nicht? Also, Marco Damm mit der Startnummer 29 dabei. Dann haben wir den Christoph Kaiser von Kaiser Racing bei GTR 4U, also GTR 4U, und jetzt kommt der Sessionwechsel. Ist nicht schlimm. Machen wir einfach weiter. Genau, Christoph Kaiser mit der Startnummer 13.
Andreas Riedl haben wir dabei, Audi S1 Freunde Dachau, Markus Schulz vom ACRLP Racing Team mit dabei, der Thomas Fegert vom TFT Racing Team, und da gibt es eine kleine Besonderheit. Kurze, aber knappe Hintergrundinformation: der Thomas Fegert, ich habe es eben am Rande mitbekommen, der hat eine Verletzung an der Hand, ist da auch scheinbar genäht worden, und dem ist jetzt gefühlt eine Stunde vor Renn- oder Quali-Startsituation ist ihm da so ein bisschen die Narbe aufgegangen. So, toi toi toi, nur das Beste, mein lieber Thomas. Guck, dass es passt, und bitte, wenn es nicht geht, das hat er aber auch selber gesagt, wenn es gar nicht gehen sollte, wird er den Koffer für den heutigen Abend abstellen. So, Jan Flehr von Audi Freunde Bremerhaven e.V. mit der Startnummer 69 dabei, der Thorsten Suling, Audi V8 Gemeinschaft, sehr geil. Mike Köckert, Audi Garage Nord, Amir Samani von Audi Sport Italia mit dabei. Ist es wirklich ein Italiener, der Amir, Marco? Sorry, ne, ich dachte eigentlich, er wäre Osnabrücker. Gut, hätte sein können. Ne? Also Clubzugehörigkeit muss ja nicht zwangsläufig deiner Nationalität entsprechen. Insofern alles das gut. Stimmt. Das war jetzt eine rein rhetorische Frage. Also Amir Samani ist mit dabei. Freue mich, dass er da am Start ist mit der Startnummer 22. Und den Stefan Anklam von Never Lift Extreme E-Racing. Und das ist abgekürzt Never Lift Extreme NLX. Das ist die Truppe hier, die da auch irgendwo aus dem E-Sort Racing vielleicht von früher besteht. Ja, lassen wir uns mal überraschen, oder? Schöne Gegebenheiten, wir haben 30 Grad Asphalttemperatur, Freunde. Strecke ist noch auf schnell definiert. Ich denke, das wird sich in ein paar Minuten ändern können, eventuell. Ansonsten mit Sicherheit aber auch zum Quali. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil das sind alles keine Nasenbohrer, Freunde. Die wissen alle, wie man so einen Koffer mit Sicherheit sehr, sehr flott über den Asphalt bewegt. Wanted Creature, wunderschönen Abend, Mark Jobs. Herzlich willkommen, mein Lieber, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Also vielleicht hört man so ein bisschen meine Stimme. Die Stimme hat gestern doch etwas gelitten. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir da sind. Antonio Curzio haben wir hier noch im Bild. Xtreme Sim Racing Center mit der 555. Auch eine sehr aufwendige Lackierung, mein lieber Gesangsverein. Pierre Meyer von Audi Sport Team Land. Mit der 129. Jan. Oh je, jetzt muss ich kurz überlegen. Jan Zarczewski. Zarczewski? Freunde, wenn ihr wisst, wie man den Kollegen ausspricht, bitte helft mir. Ansonsten bleiben einfach beim Jan. Mit der Startnummer 37 ist er mit dabei. Sehr, sehr genial. Sodass wir aktuell in Summe 22 Piloten auf dem Server haben. Jawohl, Moritz Frobel hat den Teamnamen Polizei E-Sort Racing. Ja, sehr, sehr geil. Gluko Kecki, also nicht nur, dass er die Tabelle da auch gegenwärtig anführt. Nein, er setzt da auch gleich erstmal eine dezente Marke, wobei die auch nur 9000stel, in Anführungszeichen nur, 9000stel schneller gewesen ist wie die Zeit von Moritz Frobel. Das war eine 25.155. Und jetzt kommt der neue Polesetter. Der Jan kommt über die Linie mit 25.035. Die Frage ist jetzt die, Freunde, so wie generell, es ist freies Training, ihr seht es oben in der Mitte. Inwieweit lassen sich die Fahrer hier schon womöglich in die Karten blicken? Oder sind da noch nicht wirklich am Limit unterwegs und da geht noch deutlich, deutlich mehr? Ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Also ich glaube nicht, dass wir hier von 25er Zeiten sprechen. Ich denke, dass wir effektiv im Quali mit Sicherheit, jetzt ist die Strecke auf optimal umgesprungen, Freunde, mit Sicherheit von 23 hoch, 23 Mitte vielleicht sogar in perfekten Bedingungen, aber definitiv von einer Minute 24 Sekunden Rundenzeiten sprechen. Die erste 24.8 von David Lukukeki. Bin froh, wenn ich 1.28 schaffe. Boah. Nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Wanted Creature. Am Ball bleiben und einfach weitermachen.
Marco, was geht bei dir so auf Brands Hatch? Pi mal Daumen. Hi, ich muss mich auch entmuten, verdammte Axt. Brands Hatch und ich, wir sind ganz dicke Freunde. Mhm. Also ich schaffe auch mit Ach und Krach eine 1,29. Echt? Okay. Ja, ich bin extrem schlecht. Nein, also extrem schlecht ist mit Sicherheit keiner, aber ich weiß, was du meinst. Brands Hatch ist halt einfach auch eine Strecke, ähnlich wie Bathurst, wo du sehr, sehr wenig Platz für Fehler hast und wo du auch einfach wirklich auf den letzten Millimeter die Streckenbreite ausnutzen musst, um irgendwie eine Möglichkeit zu haben, Geschwindigkeit in dieses Thema zu bekommen. Absolut, absolut. Ich sage immer, lass uns mal Brands Hatch fahren. Ne? Oder die Kollegen sagen immer, komm, lass uns mal Brands Hatch fahren. Ich sage immer, ah, nö, guck mal, da gibt es doch noch andere schöne Strecken. Ja, so ungefähr. Schöne Lacke dabei. Mein lieber Gesangsverein, gefällt mir. Guinness-Lackierung könnte ich nicht fahren. Nee. Da hätte ich ständig Durst. So kann man es natürlich auch definieren, ja. Ganz kurze Frage, Marco. Die Weather- und Conditions-Einblendung bezieht sich auf das Rennen, ist das richtig? Richtig. Okay, dann werden wir da mal ganz kurz drüber gucken. Und zwar, Freunde, werden wir von einem Wetter ausgehen dürfen, das, jetzt liegt das Logo drüber, das müssen wir mal, ne, sehr gut. 19 Grad, das ist aber die Außentemperatur, ne? Das ist nicht die Asphalttemperatur. Ja, absolut. Ja, 19 Grad Außentemperatur, Feuchtigkeit von 66,2. Gut, was das jetzt im ersten Moment dann final für den Asphalt heißt, werden wir mal abwarten müssen. Nebst den Conditions. Ja, 1 km/h Windgeschwindigkeit. Ja gut, da machen wir also Windgeschwindigkeit, ne? 1 km/h, dann ist nicht wirklich kriegsentscheidend hier. Oder anders ausgedrückt, positionsentscheidend hier auf Brands Hatch. Absolut. Ja, du hast gerade reingepostet, Fahrschul oder Driving School. Vielleicht ganz kurz mal das Thema aufgegriffen. Driving School oder Fahrschulmaßnahme sieht bei Audi Club Deutschland hier oder bei euch wie aus? Ja, im Prinzip natürlich kein neues Konzept. Wir haben ja gerade über die ACI-Clubs natürlich auch viele, die in das Sim-Racing-Thema mit uns gemeinsam eingestiegen sind. Denen bringen wir und natürlich allen anderen, die interessiert sind, auch natürlich den Umgang mit dem Auto bei. Ne? Also wie bewege ich das Auto auf der Strecke und möglichst selten auf der Wiese? Was sind Anbremszonen? Was ist ein Apex? Wie bewege ich das Auto sicher auf der Strecke? Wie justiere ich und optimiere das Auto so, dass es zu meinem Fahrstil passt? Habe ich überhaupt einen Fahrstil? Muss ich mir einen ordentlichen Fahrstil angewöhnen? Aber auch so Sachen wie Streckenkenntnis, wie verhalte ich mich eigentlich auf einer Strecke, die ich noch gar nicht kenne, gewisse Punkte einfach zu prägen, die mir später beim Anbremsen helfen. Aber auch so grundsätzliche Sachen, Flaggenkunde, ja, was bedeutet denn eigentlich so eine blaue Flagge, was bedeutet denn eigentlich eine weiße Flagge? Gut, die karierte Flagge, die kennt meistens noch jeder. Ja. Genau, also wirklich so Grundsätzliches, das heißt, wir haben hier Instruktoren, übrigens die Kollegen von NLX unterstützen uns hier, ehemals ISOT, gemeinsam mit Profis, die wir aus dem Audi Club International haben und bewerten und begutachten eben dann
unsere Fahrschüler, nenne ich sie mal, und geben ihnen dann auch Live-Tipps, wo sie jetzt eben Zeit liegen lassen, was sie anders, was sie besser machen können und ja, wie sie sich und dem Auto auch an der einen oder anderen Stelle mehr zutrauen. Ja, arbeitet ihr da im Hinter... Also, by the way, Audi-Freunde Bremerhaven, wunderschönen Abend, Grüße, herzlich willkommen. Arbeitet ihr da im interner, oder was heißt im interner, im direkten Fahrerbezug auch so ein bisschen über die Telemetriedaten, Auswertung und aber auch über die Setup-Einstellmöglichkeiten? Ja. Also, das geht wirklich ganz tief ins Detail hinein. Das ist jetzt nicht unbedingt nur oberflächlich angesiedelt, so ein Thema. Nein, also wer das möchte, da gehen wir auch ganz tief ins Detail. Wobei man natürlich sagen muss, bei den ganz krassen Anfängern musst du halt sagen, liegt das Geheimnis ja nicht im Setup, sondern Nein. Das Geheimnis erstmal im persönlichen Verhalten, in der Streckenkenntnis genau. Und überhaupt in dem Umgang mit dem Auto. Genau, richtig, richtig, ja. Ja, ich habe immer den schönen Vergleich an der Stelle, dass ich sage, es bringt einem aus der direkten Fahrersicht absolut gar nichts, wenn du dir das teuerste und beste Equipment womöglich kaufst, unabhängig davon, wie es definiert ist, wie es heißt, ist vollkommen egal. Dieses Setup, das Equipment selber macht dich nicht schnell. Fahrer selber muss einfach in der Lage sein, das ist egal, ob man Männlein oder Weiblein, wenn du nicht verstanden hast oder nicht verstehst, wo der Grenzbereich deines Equipments liegt, dann wirst du auch niemals deutlich schneller werden, weil du das Auto respektive dein Material einfach überfährst. Absolut, absolut, da hast du vollkommen recht. Und man kann auch mit einem G27 oder G29 von Logitech, jetzt habe ich doch Werbung gemacht. Ich sage immer Schiffsruder, Marco, ich sage immer Schiffsruder. Genau. kann man auch schnell sein, wenn man das Auto verstanden hat und wenn man die Strecke verstanden hat. Ne? Also ich sag mal, 2000 Euro Equipment macht einen nicht unbedingt schnell, wenn einem früher das Talent ausgeht. Ne? Genau, richtig, richtig, ja. Genau. Du hast eben im Nebensatz so was Schönes gesagt, Männlein oder Weiblein, das ist nochmal ein Aufruf von mir an die Community. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn wir tatsächlich auch mal Mädels für das Thema Simracing begeistern können. Wir haben ja ohnehin schon auch im realen Motorsport viel zu wenig Frauen. Im Simracing ist es zumindest gefühlt noch viel weniger. Also von daher, Mädels da draußen, wenn ihr euch traut, kommt einfach auf unseren Discord. Ich wiederhole es nochmal, discord.gg/ACI Deutschland. Ihr seid herzlich willkommen. Wir Jungs lassen uns auch von Frauen die Zeiten um die Ohren hauen. Genau, so ungefähr. Da bin ich mal gespannt, was die Kollegen hier gleich umsetzen können. Nummerntafeln mit der Farbgebung, Marco, gibt es da eine Klassifizierung? Ja, da gibt es eine Klassifizierung. Und zwar sind, jetzt muss ich selber überlegen, verdammt, jetzt hast du mich tatsächlich auf den Fuß erwischt. Also ich könnte mir vorstellen, dass... Also die Roten sind unsere Rookies. Mhm, okay. Die grauen Tafeln sind die AM-Fahrer und die weißen die Pro-AM. Okay, super, perfekt, danke für die Erklärung. Ja, Maximo, vielen Dank für die 5er Subgift-Bombe. Kuss geht raus, danke dir. Im Namen hier natürlich auch von der ACI. Vielen Dank. Ich glaube, wir fahren nochmal eine Runde. Ja, das haben wir zu spät geschaltet. Oh. Da geht aber eins, der Stefan. Ja. Fahren wir nochmal eine Runde beim Julius Bohmanns mit. Den DSR-Piloten. Die erste Rechtskurve bergab, runter in die Kompression, links auf dem Curb. Da wird voll beschleunigt. Hoch in die 4, runter in den ersten Gang.
für die, ja, ich möchte fast behaupten, die Hairpin hier auf Brands Hatch. Rechts geht es rum, hoch in die 3, jawohl, runter in die 2, links rum über den Curb, rechts den Curb als, ich sag mal, Ausgangsvariante nutzen, aber nicht zu weit überfahren, Freunde. Die Rasengittersteine hinter dem eigentlichen Curb, auf anderen Strecken nennt sich der Bereich dann AstroTurf, ist absolut auf Deutsch arschglatt. So, links hoch geht's, jawohl, die erste Phase, wo so ein bisschen, oder die einzige Phase, wo der Fahrer mal so ein bisschen die Möglichkeit hat, zwei, dreimal durchzuschnaufen, das Thema geht, zwei Gänge runter, er war sogar im sechsten Gang, normalerweise reicht es, wenn du fünfte hast, runter in die 4, schneller Rechtsturn, links im Ausgang der Curb, absolut schmal und minimalistisch, erste Mal rechts voll innen über den Curb drüber gehämmert, hoch in die 4, 4 drin lassen, wieder runter in die 3, der zweite Rechtsturn, auch hier wird voll über den Curb gehämmert und hier auf der linken Seite, ihr könnt ein Stück weit über die Rasengittersteine links in der Wiese fahren. Aber auch dort nicht zu weit. Ansonsten macht er der Brummkreisel vor dem Herrn. Letzte Linkskurve, jetzt die letzte rechts. Raus auf Start und Ziel. Und dann ist auch hier in diesem sehr, sehr kleinen Kurs auf Brands Hatch die Rundenzeit von 1, was wird 26,6 bei Julius Bohmanns fertig. Hey, c'est la vie. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Moin. Ja, wir sind mittlerweile schon bei einer 24.3 von David David Lukukeki. Also wir nähern uns der 23er Marke. Ich will teilweise gar nicht wissen, Marco, wie viel Zeit hier für den Livery-Bau draufging, ne? Das kann ich dir sogar sehr genau sagen, weil ich tatsächlich auch das ein oder andere Livery schon für den Digital Cup gestaltet habe. Ich kann jetzt nur für mich reden, aber da gibt es durchaus, dass wenn du das Fahrzeug mal beispielsweise von Jörg Reinhardt anschaust, unser ACI-Fahrzeug, glaube zumindest, dass er damit unterwegs ist, das war schon der ein oder andere Tag Arbeit, das Fahrzeug so zu gestalten. Ja, das glaube ich, ja. Ja, wir haben ihn hier im Bild, der Audi mit der Startnummer 5. Und nächste Season dann den Audi A8 GT4 on top. Ja, mal gucken, wir sind grundsätzlich offen, was das Thema angeht. Wir haben viele Ideen, aber was ich zumindest schon mal spoilern kann, ist, wir werden mit den Kollegen von Sim Racing Center im September und im Oktober jeweils ein Enduro-Race durchführen werden. Das wird auch markenoffen sein, die beiden Enduro-Races. Und ganz regulär in die zweite Season, das wird eine Short Season sein, steigen wir ein am 14. November. Und zwar kommen wir im November bis einschließlich 2. Januar 2022 zurück nach England, denn wir werden dort nämlich die englischen Wochen verbringen. Das heißt, wir werden uns von November bis Anfang Januar auf Brands Hatch, Donington Park, in Silverstone bewegen und haben da auch neue Ideen und Formate, wie die Rennen veranstalten werden. Ja. Sehr schön. Und gegebenenfalls auch mit einem GT4. Ja. Okay. Aber da will ich noch nicht zu viel versprechen. Nee, also, um Gottes Willen, ich wollte dich nicht auch zu einem ungeplanten Leak oder sowas drängen. Ne? Also ganz klar, das wollte ich nicht mal. Ja, mega, Blitz 3 und 4 so halten. Es ist ja noch freies Training, ne? Audi Freunde Bremerhaven. Es ist ja noch, ne? Je nachdem. Also wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit hier, wie sagt man so schön im Sprachgebrauch, die Hosen schon runtergelassen werden. Oder inwieweit man sagt, ne, da lasse ich mal nochmal ein Zehntel liegen, da lasse ich nochmal zwei Zehntel liegen und in Summe sind wir einfach mal eine Sekunde langsamer und im Quali. Dann erst gilt's, weil dann muss auf den Punkt genau alles passen.
Absolut, wir haben durchaus Fahrer dabei, die im Training nicht unbedingt gleich ihr ganzes Können zeigen und dann im Qualifying nochmal so richtig Gas geben. Da, wo es ja auch Sinn macht. Ne? Also absolut, hier ist durchaus noch Luft nach oben. Gibt es oder gab es bis zu dem heutigen Tag eigentlich mal Fahrer oder vielleicht auch mehrfach die Frage oder die Situation, die geschildert worden ist von den Fahrerkollegen, die gesagt haben, also der Audi ist ja schon toll, auch vom Klang her, V10-Aggregat, ne, von der Klangakustik her, absoluter Ohrenschmaus, aber das Ding ist unheimlich zickig auf der Hinterachse und schwer zu kontrollieren. Ist das so primär eigentlich die Einstiegsaussage der Kollegen oder ist es eigentlich... Hast du davon weniger mitbekommen bis dato? Naja, also es ist kein Geheimnis, dass... danke. dass der Audi eine ich will nicht sagen eine Zicke ist, sondern eher eine Diva, die einfach ganz vorsichtig behandelt werden will. Ja, also das gibt's tatsächlich schon und ich zitiere da gerne mal meinen Orga-Kollegen Markus, der in der Vorplanungsphase gesagt hat, oh, R8, muss das unbedingt sein? können wir nicht irgendwas anderes fahren? Also das gibt es natürlich gibt es das grundsätzlich immer. Grundsätzlich hat natürlich auch jedes Auto so seine Eigenheiten und Macken und Marotten, wie man so schön sagt. Der Audi ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle und auf der einen oder anderen Strecke ein bisschen was Besonderes, aber ja, bis jetzt hat noch nie jemand gesagt, nee, ich will nicht. Ja gut, gezwungen wird ja sowieso keiner, ne? Also davon abgesehen. Das sowieso nicht. Das ist schon richtig, ne? Aber es genau. Gibt mit Sicherheit auch einige, die draußen... Und Maximus schreibt gerade im Stream so schön, es gibt Stimmen, die sagen, kannst du Audi fahren, kannst du alles fahren? Genau, ja. Ja. Absolut. Es gibt mit Sicherheit Fahrzeuge in ACC, die leichter zu handeln sind als der Audi. Aber... Ja, hey, wir haben noch nie jemanden jetzt, auch im Rahmen des Digital Cups, der gesagt hat, oh nee, das Auto liegt mir nicht, ich fahre dann doch nicht. Ja, das passt, sondern es haben sich eigentlich alle der Herausforderung gestellt, auch die sonst in ACC vielleicht lieber andere oder häufig auch andere Fahrzeuge fahren. Oh, das hat jetzt nicht gut ausgesehen. Das war unser Thorsten, der die Verletzung hat. Thomas Fegert. Thomas, genau, Entschuldigung. Ja, ist gut. Da auch nochmal von meiner Seite, Thomas, das, was du hier uns heute versuchst zu zeigen, ist echt alle Ehre wert, trotz der Einschränkung mit deinem Arm. Von daher, wir drücken dir die Daumen, dass du das Rennen noch zu Ende fahren kannst. Ja, definitiv. Jo, da ist er. Bommanns mit der 24555, also der Triple Five nach dem Komma, über die Linie gekommen. Das wäre, wenn das schon das Quali wäre, Position 2 gegenwärtig. Ja, aber das passt doch. Die Top 5 derweil ist in der Lage, die 24er Rundenzeiten zu fahren. Erst ab P6 reden wir vom 25er-Format. Ja, das sieht doch sehr gut aus und das Feld ist echt nah beieinander. Ne? Also wenn man sich jetzt mal die Zeiten so anschaut und die Deltas, dann ist da nicht viel Luft. Ne? Also dann kann wirklich an der einen oder anderen Stelle etwas schneller sein, schon bedeuten, dass es einen ein oder sogar zwei Positionen nach vorne oder nach hinten spült. Definitiv. Also ganz klar, auch hier natürlich die absolute Prämisse. Ankommen ist das, was zählt. Ja. Und auch hier am Ende wird abgerechnet. Also weder die Situation, die ersten 1-2 Kurven gewinnen, man rennt so ein Quatsch, oder hier die ersten 1-2, völliger Bums. Am Ende, in dem Fall 2x45 Minuten Renndistanz. Ne? Das ist im Endeffekt das, was absolviert werden muss. Und danach erst wird zusammengezählt und am Strich der Strich gezogen und abgerechnet. Absolut. So,
zeige ich dir mal ganz kurz, was wir hier kennen. Das ist nämlich die Hecksplitter. Die Kamera, du siehst extrem dicht über dem Asphalt. Das ist die Sichtung nach vorne und jetzt guckst du mal unten an die Kante. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Ja, doch, das passt. Da sieht man nämlich den Frontsplitter, Carbon. Sehr, sehr geil gemacht. Und auch der bewegt sehr, sich. Sehr, ne? Also je nachdem, wie der Fahrer mit dem Gaspedal respektive mit der Bremse arbeitet. Und dann habe ich hier Wheelcam auf der linken Seite, Wheelcam auf der rechten Seite. Also sehr, sehr geniale Geschichten. Und das Thema ist speziell, wenn wir von Lichtwechsel oder Witterungsveränderungen reden. Da hast du teilweise echt, also da siehst du dann beispielsweise beim Audi ist das auch ganz gut zu sehen, wenn wir da vorne dann rausgucken, ne, da hast du dann Schattenwurf, weil du ja vorne in dem Tunnel mehr oder weniger sitzt, ne, in diesem großen Schacht, der ja beim Audi mittig unter der, ich will nicht sagen Motorhaube, weil eigentlich ist es der Kofferraum beim Straßenfahrzeug, weil der Motor beim Audi 8 sitzt hinten. Du sitzt also vor dem eigentlichen Antriebsstrang, diesem V10 Brillomat-Aggregat hinter dir. Und aber das ist sehr, 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 sehr geil gemacht. Also da können wir schon ein bisschen was richtig. Ja, da können wir so ein bisschen Vollgas geben mit euch. Espi, vielen Dank für den Follow, und ist schon genannt. Absolut. Ja, das Auto ist ja wunderschön anzusehen. Von daher, das passt, und geile Kameraeinstellung machen das Ganze natürlich noch interessanter und noch viel mehr erlebbarer. Ja, absolut. Es sieht echt geil aus. Haben wir vom Zeitformat her eine Veränderung von den Lichtverhältnissen hier auf Brands Hatch? Nein, tatsächlich in Brands Hatch nicht. Wir sind hier wettertechnisch relativ stabil. Wir haben eine Wetteränderung auf dem Server eingestellt, die unter 5% liegt. Das heißt, das Wetter ist nahezu stabil. Genau. Okay. Vielleicht ein bisschen ausgeführt, warum das Ganze. Kickoff-Season. Ja, wir wollten gerade unseren Beginnern auch nicht zu viel zumuten. Wobei wir das schon getan haben tatsächlich, denn wir sind ja vor einigen Wochen in Silverstone gefahren und da war die Strecke nicht nur nass, sondern ich glaube, sie stand zu 90% unter Wasser. Also es hat komplett geschifft, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Ja. Ja. Da hatten die Fahrer echt zu tun. Und wir sind ja vor 4 Wochen in Misano bei Nacht gefahren. Das ja waren so die auch so die optischen Highlights, was das Wetter angeht. Mhm. Ansonsten haben wir versucht, relativ viel Konstanz in das Thema Wetter zu bringen, um den Fahrern und den Anfängern jetzt nicht zu viel zuzumuten. Ja. Aber vom Potenzial her ist eine Steigung nach oben ne, bis fast ins Unermessliche möglich. Absolut. Also wir sehen da sowohl von der Orga Möglichkeiten als auch, und das muss man tatsächlich mal sagen, wir sind ja wirklich mit vielen Einsteigern gestartet und die haben sich seit dem Start im April echt hervorragend entwickelt. Also da gehe ich gerne nochmal auf den Kollegen Jörg mit der Startnummer 5 ein, der zu Beginn tatsächlich irgendwo im hinteren Drittel gefahren ist und jetzt mehr oder weniger auf den meisten Strecken es mindestens in die Top 10 schafft. Jetzt heute Brands Hatch ist nicht ganz so seine Strecke, aber in den vergangenen Rennen, der hat sich echt gemacht, und es sind viele andere Fahrer auch, die wirklich mit uns gemeinsam in das Thema Simracing eingestiegen sind, tatsächlich mit dem Digital Cup das erste Mal hinterm Lenkrad saßen, die sich echt hervorragend entwickelt haben. Mhm. Wir haben jetzt hier unten in der Leiste, haben wir jetzt die Partner, beziehungsweise die Supporter, sage ich immer dazu ganz gerne, weil es ein Partner oder ich sag mal ein Unterstützer muss ja nicht zwingend im ersten Moment jetzt irgendwo mit Geld supporten. Es gibt ja auch diverse andere Möglichkeiten, noch irgendwo unterstützender Natur zu wirken. Audi Tradition, Autevo, PTEC,
Dann Rallye und Wallenhorst HG, GETQ und GSE Kollegschaften her. Wie wichtig ist dir das selber einfach auch gewesen, da diesen ACI, dieses ACI-Thema hier im Sim-Racing einfach auf breite Beine zu stellen? Naja, ich sag mal, wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich versuche, die Dinge nicht irgendwie halb zu machen, sondern ganz. Das ist sicherlich das eine, mein persönlicher Anspruch an die Dinge. Aber für uns war es wichtig, und da vor allen Dingen auch ein Dank an der Stelle mal an meine drei oder an meine zwei Vorstandskollegen und die Vorstandskollegin. Ich bin ja nicht alleine, die mich hier im Hintergrund unterstützen. Für uns war es wichtig, dass wir das Thema Audi und Audi Club hier im Digitalbereich nach vorne tragen. Ich meine, wir als Dachverband vertreten hier natürlich auch eine der Premium-Marken in Deutschland und auch eine der Marken, die im Motorsport jetzt nicht unbedingt unerfolgreich ist und war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Hm. Da war uns schon ein gewisser Anspruch auch wichtig. Ja? Nicht nur, weil natürlich mit Audi und der Audi-Tradition wir einen ganz offiziellen Kooperationspartner haben, sondern weil das einfach unser persönlicher Anspruch von vornherein war, die Dinge eben ordentlich zu machen und die Marke hier eben ja auch ordentlich zu repräsentieren. Hm. Ja, finde ich gut, definitiv. Es gibt, was mir persönlich jetzt einfach wichtig ist, was ich eigentlich wirklich nach außen hin tragen möchte, ist die Tatsache, dass jetzt hier nicht der Audi Club International Deutschland ich sag jetzt mal, womöglich vor einiger Zeit entstandene neue Community ist, sondern dass hier einfach auch deutlich mehr zu fassen es möglich ist und die Tragfähigkeit und die Möglichkeiten auch gekoppelt an das Real Life eine ganz andere Tragreichweite haben. Absolut. Ja, wie ich eingangs gesagt habe, wir sind ja keine klassische Sim-Racing-Community, genau, sondern das Thema Sim-Racing ist tatsächlich nur ein kleiner Baustein in dem, was wir im Audi Club International so sonst machen. Corona-bedingt ist natürlich auch bei uns die Situation gerade ein bisschen eine andere. Ja, aber sonst findet man uns eben auf Messen. Unsere 40 Clubs, die bei uns Mitglied sind, veranstalten Ausfahrten, machen Grillfeste, nehmen an Tuning-Events teil, veranstalten selbst Tuning-Events oder Oldtimer-Rallyes, Oldtimer-Veranstaltungen und. Gehen auf Messen wie, was weiß ich, eine Techno-Klassiker oder auf die Tuning World im Bodensee und. Da sind wir überall vertreten und haben da natürlich ein breit gefächertes Angebot. Und das Sim-Racing ist jetzt ein Baustein davon. Ja, mega, mega. Also ich habe da auch schon wieder ganz, ganz kuriose Ideen, ne, zu sagen, naja, komm, dann machen wir halt mal, ne, Audi Club als Dachverband, ne, irgendwo den Bereich der, ich sag jetzt mal, das muss jetzt ja nicht hier eine Messehalle sein oder sowas, ne, aber dass man sagt, okay, pass auf, jetzt lässt es Corona-bedingt die Möglichkeit wieder zu, wir machen jetzt mal den ganzen Sim-Racing-Bereich, tun wir auslagern und in die Öffentlichkeit hinein. Dann machst du so eine Mehrzweckhalle, ne, machst du irgendwie, keine Ahnung, 50 Fahrer oder 100 Fahrer, Teilnehmer plus ein bisschen Anhang. Und dann ziehen wir da einfach mal so ein Wochenende durch. Das wäre so ein Phänomen, wo ich sage, ey, wäre ich sofort dabei. Ja, also wie gesagt, unsere Ideenliste ist furchtbar lang. Ja. Und da grundsätzlich ist keine Idee zu verrückt, um da nicht drauf zu kommen. Lass uns da gerne austauschen, ne? Absolut. Wir könnten uns da sicherlich auch sehr viel vorstellen und ja, wir schauen einfach mal, wohin uns unsere Reise im Simracing führt. Genau, richtig, ganz genau, ja. So und nicht anders. So, gucken wir mal, da müsste eigentlich gleich die erste gewertete Runde kommen von David Lukukeke und das wird, nein, doch, 23,6. One-Shot für David Lukukeke und er fährt direkt mal aus dem kalten Movement heraus eine 23,6, wobei unter uns gesagt, Freunde, der war nicht so kalt, der ist im freien Training auch schon permanent am
fahren gewesen hier, um sich einzugrooven und einfach mal eine 23.6 aus dem Ärmel rauszuhauen. Das ist auch definitiv schon mal gekonnt hier. Aber so kennen wir den David, oder? So kennen wir den 23.6, also von David Lukokeki. Und da werden sich jetzt die Kollegen mit Sicherheit etwas schwerer tun, ihm direkt danach zu ahmen. Julius Bomans mit 25.704 auf der 2, dahinter 25.806 ist Jan Flair gefahren, der Drittplatzierte bis dato. Marco Damm auf der 4 mit 25.866 und 26.007, also hier den Bond-Style nach dem Komma hat er uns gemacht. Der Mike Höckert auf der 5, Alexander Götz auf der 6 mit 26.715 und Amir Samani, der Italiener. Maybe. Man weiß es nicht, man munkelt's nur. Ist auf Position 8 jetzt durchgereicht worden. Es gab eine Zeitenverbesserung. Neuer Zweitplatzierter Markus Grützner mit 24.879. Bei Amir war es eine 26.967. Ganz kurz die Info bitte an mich raus. Wenn ich jemanden von euch zu schnell sprechen sollte, ist das kein Problem. Es gibt im Nachgang noch ein WEB. Nein, Spaß beiseite. Ihr sagt mir bitte direkt Bescheid, dann mache ich etwas langsamer. So, aus der 23.6 ist eine 23.517 geworden vom immer noch andauernden Pole-Sitter, nämlich von David Lukokeki. Hast du mich wiedererkannt, Benny, ja? Hat's Funz zunuckelt. Das Thema, ich blende mal kurz die Facecam ein. Fake TV, vielen Dank für den Follow, Moinsen, Grüße. So, ganz kurz über die Strecke gesprochen, Freunde. Wir haben den Start- und Zielbereich, die sogenannte Cooper Straight. Dann geht es runter Richtung Druids, Highwood Hills, Paddock Hill Bend, Brabham Straight, die Clark Curve, Clearways. Ja, so dieses Moment, wo man vielleicht mal ganz kurz zweimal vielleicht zusammenhängend atmen kann, aus Fahrersicht. In die Sheeny Curve, Dingledale, Westfield, Derek Minter Straight, Hawthorns und Pilgrim's Drop nach vorne in Richtung Start und Ziel. Dann haben wir 30s und wir sind wieder auf Start und Ziel in Form der Cooper Straight. Eine halbe Sekunde ist echt ein Wort, ne? Absolut. Ja, man sieht jetzt doch echt, die Zeiten haben sich jetzt so ein bisschen auseinandergezerrt im Qualifying. So die ersten 13 sind doch deutlich weiter auseinander im Moment als im Training. Aber ich glaube, da hat auch noch nicht jeder gezeigt, was er kann. Sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist das Quali noch lang. Wir haben noch knapp 19 Minuten. Da wird absolut mit Sicherheit noch ein bisschen was kommen. Wir haben eine 24.0 jetzt von Markus Grützner. Der Jan Flair hat eine 24.4. Also das ist okay, das ist okay. Und ich denke, dass da die Kollegen wie ein Manuel Hurich auf der 4 mit 25.0 noch nachlegen kann. Genauso wie Bomans auf der 5, Höckert auf 6, Marco Damm auf der 7 mit 25 Mitte, also ergo eine 25.5. Götz auf der 8 mit 25.6, Jürg Reinhardt auf der 9 mit 26.115. Da geht was. Antonio Curisio auf der 12 mit 27.2. Toni, unten rechts trittst du drauf, wird lauter. Kriegst du hin, auf Attacke. Thorsten Suling auf der 13 mit 30.9. Ja gut, Thomas Fegert 36.7. Da wird die Hand das Problem sein. Insofern alles gut. Gibt es irgendwelche Strafmaßnahmen, Marco, die einen Quali-Start nicht ermöglichen würden? Ja, natürlich gibt es die, nämlich vor allen Dingen das Thema unsportliches Verhalten, ne, wo wir natürlich sehr darauf bedacht sind, dass die Fahrer miteinander fair umgehen und sich anständig auf der Strecke bewegen. Und ja, wenn du hier jetzt beispielsweise jemanden mit Absicht rauscrasht, dann kann das auch dazu führen, dass wir das Qualifying oder die Teilnahme im Qualifying untersagen. Ja, Murmel, wunderschönen Abend, grüß dich mal lieber. Das ist der Marco Brenn, der Kollege, den ihr da hört. Das ist einer der Hauptinitiatoren, nebst seinem Team natürlich, die Hintergrund
Männekicken ist das falsche Wort, aber die Hintergrundmenschen und Leute natürlich, die hier diesen Audi Club International Deutschland hier erst so zu dem Thema im Simracing gemacht haben, der er gegenwärtig ist. Genau. Servus, Benny. Genau. Ich hoffe, ich habe da jetzt passende Worte alles gefunden. Alles richtig gemacht. Alles gut. Ja, nee, lass uns ganz kurz mal über das Thema Strafen generell vom Ablauf her. Ne? Also es gibt jetzt hier kein Live-Stewarding im Format während des Rennens, sondern das Thema wird, wenn dann von euch im Nachgang gesichtet, oder arbeitet ihr über das Post-Stewarding-Format, das heißt Fahrer XYZ im Bedarfsfall reicht ein, es wird ausgewertet eurerseits und im Nachgang nach dem Rennen wird gegebenenfalls für den nächsten Lauf die Strafe dann angewandt? Also ich fange mal vorne an, es gibt keine Live-Reco, durchaus was, was wir uns für die nächste Saison vorstellen können, das zu tun, sofern das vom Zeitformat her Sinn macht, dass wir auch alles abarbeiten können. Das ist ein bisschen im Moment noch was gegen die Live-Reco aktuell spricht, ne? Beim Enduro-Race ist das natürlich ohne Probleme möglich. Stand heute ist es so, dass wir uns nach dem Rennen das gesamte Rennen anschauen, nicht nur auf Basis der Reports, die die Fahrer uns einreichen können, sondern wir sichten das Rennen selbst auch nochmal komplett und nehmen uns da 2 bis 3 Tage Zeit, um das komplette Event zu sichten und auszuwerten, und werden dann entsprechend unserem Strafenkatalog dann die Strafen tatsächlich auch aussprechen. Oder auch mal ein Lob. Ja? Absolut. Also wir haben auch schon in der Vergangenheit uns auch als Rennleitung sehr lobend darüber geäußert, wenn Fahrer sich eben besonders fair verhalten haben. Auch das muss man ja mal erwähnen und sollte man erwähnen. Ja, natürlich. Ist, ich sag mal generell, das ist egal, in welcher Community man da womöglich unterwegs ist oder unterwegs sein möchte. Das Crashkit-Format brauchst du egal wo überhaupt nicht. Ne? Das ist normal. Nein. Und das muss natürlich auch irgendwo vielleicht rausgefiltert werden, aber ja, natürlich, das ist normal, Murmel. Der Kanal von mir ist nicht als live definiert, aber als Host-Kanal. Und darüber kommt ja auch direkt dann hier auf den Kanal. Genau, aber nochmal zu deiner Frage. Wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit wenig Probleme mit Crashkits, was daran liegt, dass wir auch nicht so public sind. Natürlich haben wir eine gewisse Anlaufphase gebraucht, dass vor allen Dingen die schnelleren Fahrer sich an die langsamen Einsteiger gewöhnen. Das war nicht ganz so einfach, aber auch da muss ich sagen, ein sehr großes Lob, vor allen Dingen auch an unsere Pro-Fahrer, die uns da als Organisatoren immer unterstützt und auch bestärkt haben, das so zu tun, die sich auch immer anbieten und sagen, ey, ich helfe hier gerne auch einem langsameren Kollegen, das Auto sicherer zu bewegen. David auf der 1 ist beispielsweise einer der Fahrer, der immer sagt, hey, ich helf gerne mit meinem Wissen und gebe Tipps, wie ihr das Auto über die Strecke bewegen könnt. Das ist echt sehr gut und da profitieren wir auch davon. Aber trotz alledem muss es natürlich auch für Fehlverhalten oder für das Ausreizen sportlicher Grenzen natürlich auch ab einem gewissen Grad auch einfach Strafen oder Verwarnungen geben. Ja, natürlich. Ja. Das ist richtig. Alles gut, Oliver. Dann viel Spaß auf jeden Fall gewünscht und ja, guck, dass du gesund bleibst, ne? Nächstes Rennen dann wieder am Start. Trink für uns einen mit. Genau. So, von 12 Minuten haben wir noch die Quali-Session. Kukeki wäre auf der Pole, Grützen auf 2, Wrobel auf 3, Flair auf 4, Zagrewski auf der 5, Damm auf 6, Hurig auf 7.
Bomans auf der 8, Behnke auf 9, Anklam auf der 10. Da siehst du ja, das ist doch Pace da beim Stefan Anklam hier. 25,407. Christian hat auch eine Zeit gesetzt. Der Jan. Am Audi mit der Startnummer 9 hier, 26,403. Christoph Kaiser, der ist noch gar nicht rausgefahren. Da wäre es denkbar, dass er sagt, nee, ich möchte da von hinten starten, hinter dem Feld. Oder der Pizzabote klingelt an der Tür und hat vergessen, die Kohle unter die Fußmatte zu packen. Das kann natürlich auch sein. Genau, das kann durchaus passieren. Jetzt gab es hier im Stream nochmal die Frage, wie ist denn die ganze Meisterschaft jetzt aufgebaut? Genau. Da will ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Also grundsätzlich haben wir ja das zweigeteilte Fahrerfeld, das heißt, bist du Audi Club International Mitglied oder nicht? Die Meisterschaft besteht, jetzt muss ich selber nochmal abgucken, aus 8 Rennen. Das heißt, wir sind jetzt direkt nächstes Wochenende auf dem Hungaroring und dann am 31. Juli sind wir schon im Saisonabschluss. Dort fahren wir 3 Stunden in Spa. Und im Grunde gibt es in der Meisterschaft für das Gesamtevent die Möglichkeit, einen Pokal für Platz 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung zu gewinnen. Und dann fahren unsere Audi Club International Clubs und Markenfahrer fahren nochmal um eine gesonderte Pokalwertung für ihre Clubs. Das ist das ganze Geheimnis im Grunde. Dieses gesonderte Format ist dann ähnlich eines Shootouts? Nächste wären, also es gibt quasi eine Doppelbepunktung in dem Format. Okay. Als die ACI-Fahrer fahren hier ganz normal um Punkte und Platzierungen, wie alle anderen oder wie alle Nichtmitglieder eben auch. Und sie bekommen dann eben entsprechend in einer gesonderten Punktetabelle nochmal Punkte, um den ACI-Meister entsprechend küren zu können. Ja, sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall einiges an Gedanken gemacht im Hintergrund, das finde ich immer sehr, sehr löblich. Ja, Benni, Stefan Anklam kennst du von gestern. Die sind gestern im Neverlift Extreme E-Racing Team NLX auf dem Bentley unterwegs gewesen, im 12er. Und jetzt sitzt er schon wieder im Koffer hier auf Brands Hatch. Der ist nie ausgestiegen. Gut, okay, das Auto musste irgendwie trotzdem gewechselt werden. Das Auto genau. Hat er gewechselt. Aber den Rennanzug hat er nie abgelegt. Das mag sein, ja. Bei dem Kollegen Behnke, das kann ich dir nicht beantworten, Benni, aber Corbin Behnke, mir persönlich sagt er jetzt im ersten Moment nicht viel. Corbin ist einer unserer ACI-Fahrer vom Audi Union Veteranenclub. Tatsächlich sehr froh bin, einer unserer ältesten Clubs und auch einer der Clubs, die Gründungsmitglied des Audi Club International sind. Und da bin ich sehr froh, dass man auch dort in dem Club junge Leute gewinnen konnte, wie den Corbin, der sich hier für das Thema Audi R8 interessiert. Denn Auto Union Veteranenclub, ja, wie es der Name schon sagt, da geht es natürlich vornehmlich eher um die älteren Auto Union Modelle und eher weniger um die aktuellen Fahrzeuge, die es so bei Audi gerade gibt. Ja. Und ja, ganz sicher relativ wenig um das Thema, ich nenne es mal, neuzeitlichen Motorsport. Ja, das stimmt. Bin morgen im Audi bei PMA unterwegs. Okay. Ja, dann viel Erfolg, ne, Oliver? Ja, sehr gerne die Erklärung nochmal an den Chat, an Benny RWB03. Ist das dein Fanclub, Benny? Ja. Inklusive Namensvetter. Ja, sehr schön. Aber den Namensvetter gab es gratis.
Ja, also bitte, ne, für die Erklärung, und wenn ihr Fragen habt, immer im Chat schreiben oder einfach bei uns auf dem Discord kommen und uns mit Fragen löchern. Übrigens relativ neu bei uns, seit etwas mehr als einer Woche haben wir einen Public-Server, auf den jederzeit die Leute drauf können, das heißt ohne Entry-List. Es gibt keinen Fahrzeugzwang, also man muss kein Audi fahren, sondern man kann eben auch einen Porsche bewegen. Ja. oder wenn es unbedingt sein muss, halt mal ein Ferrari oder ein Bentley, und kann gemeinsam mit uns dann quasi auf dem Public-Server fahren. Wir trainieren dort, das heißt, das, was wir vorgeben, ist natürlich unsere nächste Strecke, das heißt, ab heute Nacht wird der Public-Server auf dem Hungaroring stehen und wird dann entsprechend zur Verfügung stehen. Von daher, jeder, der Bock hat, mit uns zu fahren, und vielleicht nicht Lust hat, unbedingt Audi zu fahren, ist herzlich willkommen und darf sich gerne auf dem Public-Server anmelden. Marc, gegenwärtig nur ACC, Marco, wo ihr unterwegs seid, korrekt? Wir haben tatsächlich einige Fahrer, die sich inklusive mir selbst, ich habe ja im Moment sehr wenig Zeit zum Fahren. Verstehe ich nicht, warum. Ich bewege mich tatsächlich gerade ein bisschen auf iRacing. Ich habe tatsächlich gestern meine Class D-Lizenz endlich mal erfahren, nachdem ich, glaube ich, schon seit einem Dreivierteljahr meine monatlichen Lizenzbeiträge für iRacing bezahle. Bin also quasi ein sehr guter Kunde. Ich zahle und nutze es nicht. Habe ich jetzt gestern tatsächlich mal erfahren, im ACI selber oder für den Digital Cup ist es, ich sag mal vorsichtig, noch kein Thema. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass einzelne Fahrer sich dort demnächst mal bewegen werden. Natürlich logischerweise als Audi Club International und dann natürlich logischerweise auch in einem Audi. Aber es gibt keine konkreten Pläne. Also just for fun dann, wenn ihr. Ja. Julia TV, wunderschönen Grüße. Ja, da wird Corbin Behnke angefeuert, angeheizt. Also sehr schön, ich hab ihn schon vermisst, den Corbin Behnke Fanclub. Tatsächlich muss ich dich da abholen, Benny. Der Corbin, wie gesagt, ist ja einer unserer, der jüngste Teilnehmer im Fahrerfeld. Und ich glaube, Corbin hat nicht nur die ganze Klasse, sondern ich glaube, die ganze Schule irgendwie klar gemacht, dass die ihn anfeuern müssen. Ich hoffe, die kommen jetzt alle noch dazu. Damit wir die Zuschauerzahlen im vierstelligen knacken heute. aber die haben ihn immer ganz gut angefeuert. Also von daher, er hat gute Unterstützung. Sehr gut, das ist doch die Hauptsache, ja. Harare, moin, wunderschönen guten Abend. Nee, wenn du Corbin verstanden hast, dann war das nicht meine Absicht. Der Kollege heißt natürlich Corbin Behnke und nicht Corbin. Das ist richtig. Mr. Flex, moin. Behnke Fanclub ist dabei, sehr schön. Oliver, mach langsam, bis Schapeda. Was müssen wir, absolut, Benni? Den Bloody Fanclub, den müssen wir natürlich auch nochmal explizit erwähnen, da hast du vollkommen recht, ja. Der Herr Grützner, ja, ein Zehntelchen fehlt noch, roundabout. 23.634 von Markus Grützner, neuer Zweiter, vorbei an Zagrewski. Der ist ein 23.895 bis dato. Persönlich schnellstes Format gefahren. War auf der 2, jetzt ist er auf der 3 verdrängt worden von Markus Grützner. Mal gucken, was noch geht. 2,5 Minuten noch knapp. So, nach dem Quali haben wir ganz kurz Pause. Ja. Dann. Boah, das war gerade ein Leck. Hast du den gesehen?
Ja, jetzt hat es gerade bei mir gehangen. Ja. Ich guck gerade mal, was auf dem Server los ist, aber der ist tief. Nee, alles gut. Der Markus Erbe ist gejoint. Ah. Ja. Aus dem Hause Audi Club Zwickau mit der Startnummer 28. Ja, das ist dieses Phänomen, ne? Mit FCL und dann Join- oder Rejoin-Formaten. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber egal, kriegen wir hin. Kriegen wir gewuppt. Aktuell ist erstmal Kickoff-Season bis zum Ende in der Planung, Benny. Also wird durchgeführt und so wie Marco vorhin erzählt hat, mit XSCR, irgendwie sowas. Simulating Center. Genau, dankeschön. Mit denen ist ein Endurance-Format geplant. Im September war es, glaube ich, ne? Genau, September und Oktober. Jeweils zwei Events. Über 6 Stunden. Mhm. Das wird aber auch markenoffen sein. Das wird allerdings nicht klassenoffen sein, sondern das werden beides GT3-Veranstaltungen werden. Das Thema GT4, reines GT4 oder Multiclass ist tatsächlich was im Moment noch auf unserer Diskussionsliste steht. Wie wird es implementieren, ob Multiclass wirklich cool ist zu fahren, gerade was unser Fahrerfeld aktuell angeht, oder ob man das getrennt macht. Also da sind wir noch, ja, ich sag's ganz ehrlich, da sind wir, sag ich mal, planerisch irgendwie ganz, ganz am Anfang. Wir haben uns darüber grob Gedanken gemacht, aber noch nichts, was in irgendeiner Art und Weise spruchreif ist. Stand heute, das kann ich zumindest sagen, wird das die Fortsetzung des Digital Cups, hatte ich ja vorhin schon gesagt, im November unsere Short Season bis 2.1.22 auch ein reines GT3-Format sein. Ja, verstehe. Freunde, ich habe ganz kurz mal eine ganz bescheuerte Frage. In welcher Qualität gehen wir hier gerade raus? Ist das richtig, dass wir in 720p mal 60 Frames gehen? Ja, jetzt ist es bei 900. Okay. Okay, da muss ich bei mir mal ganz kurz refreshen, weil das ist ja... Ich habe 720p angezeigt. Das macht keinen Sinn. Ah ja, okay, alles klar. Ja, jetzt guck mal hier, jetzt doch. Das ist doch die Qualität, die man kennt, oder? Ach, guck mal. Aber es war vorher auch gut, also es ist mir gar nicht aufgefallen. Nee. Das Nino, gute Mosche, mein Lieber. Servus, Digi. Twister live, willkommen zurück. Ja, danke für die Info. Twister, Hammer jetzt, sehr schön. Also 900p, ja, so muss das. Sehr schön. Back to the garage. Achso, haben wir jetzt diese 5 Minuten Pause. Sind die auch auf dem Server eingestellt, Marco? Ja, die sind auch auf dem Server eingestellt. Das gilt jetzt tatsächlich so, dass jeder seine Runde zu Ende fahren kann und ich sag mal, noch irgendwie noch mal schnell was trinken kann. Ne? Vielleicht auch noch mal irgendwie kurz auf die Toilette hüpfen kann. Das heißt, wir können uns jetzt mundfusselig reden. Genau, nee, dann pass auf, dann würde ich sagen, dann spiele ich euch mal ganz kurz hier den Trailer. Den Clip vom Q4 e-tron ein und den anderen machen wir später, nach dem ersten Rennen dann, ja? Insofern sage ich mal ganz kurz, bin mal ganz kurz leise und viel Spaß.
Ja. Schöner Koffer, oder? Schöner Koffer. Absolut. So, wir haben. Ich zeig's euch gleich. Wenn die Jungs da im Starting Grid stehen, Freunde, dann zeige ich euch das Thema. Hier nochmal kurz der Rennkalender auf der Seite eingeblendet. Wir sind, wie gesagt, auf Brands Hatch unterwegs. Bitte nicht wundern, warum der 26.07. in der Definition noch drin steht. Das hing damit zusammen, dass der Renntag hier auf Brands Hatch verschoben worden ist auf den heutigen Abend. Da geht auch nochmal der große Dank raus an den Kollegen, den Manuel Wendel. Dass der, hoffe es geht ihm gut, der ist da leider verhindert gewesen für den Tag, den 26. Und ja, der wird auf jeden Fall dann hier wieder beim nächsten Mal für euch mit am Start sein. Wie gesagt, Sanibri zeige ich euch gleich. Quali war auf jeden Fall im vorderen Top 5 Format, ganz vorsichtig behauptet, relativ eng und überschaubar. Also wir reden hier gerade mal von der Differenz von einer Sekunde bis einschließlich P6. Also mal gucken, wie das erste Rennen dann gleich vonstatten geht. Und ich denke, Marco, auch wenn wir die dann für den zweiten Rennstart die ersten 10 einfach dann umdrehen, dass es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Piloten gibt, der auch mit dem Thema, dass er dann zwingend vorbei muss erstmal, vielleicht so ein bisschen zu kämpfen hat. Auch wenn ich BMW-Fan bin, aber eins muss ich lassen, aber ich kann sehr gut designen. Das ist natürlich ein Lob, was wir gerne aufnehmen, ne? So ungefähr, ja. Ja, wir haben hier ja keine Markenhasser, ne? Also das muss ich mal ganz klar sagen. Auch die Kollegen in München bauen schöne Autos. Ja, ich finde auch, dass das auch keinen Platz in dieser, nicht nur im Simracing, sondern auch in der Tuning-Szene hat. Ja. Wie sagt man so schön, auch andere Mütter haben schöne Töchter, ne? Genau, das ist aber ganz weit weg jetzt das Thema von Simracing. Kommen wir zum Starting Grid, Freunde. Wir haben folgende Konstellation. Vorne links der doch sehr bunte Koffer der Audi A8. Alles die gleichen Fahrzeuge. Markenpokal üblich, wie es aber auch der Name hergibt. David Lukukicki von vorne links startend. Dann auf der 2 ist Markus Grützner. Der Jan Zagrewski von der 3. Moritz Wobel von der 4. Jan Flair von 5. Julius Bommanns von der 6. Manuel Hurich von der 7. Position. Mike Höckert von 8. Pierre Meyer von der 9. Stefan Anklam von 10. Marco Damm von der 11, von der 12 startet Corbin Wehnke, Jürg Heinrein von der 13, Alexander Götz von der Götz von der 14, Christoph Kaiser von der 15, Andreas Riedl von 16, Amir Samani von der 17, Antonio Curzio von der 18, Markus Schulz 19, Daniel Brandt von der 20, Thorsten Suhling von 21, Thomas Feger 22 und der Markus Erbe, der keine gezeitete Quali-Runde gesetzt hat, was auch nicht zwingend erforderlich ist, startet aus von P23. 45 Minuten Renndistanz, Freunde, lockeres Format hier auf Brands Hatch, aber unter uns gesprochen, Brands Hatch, 45 Minuten, feuerfrei, Hackengas, Knallgas, ist genauso anstrengend wie gefühlt eine Stunde um Block zu rennen. Racing Team Oberwieser, wunderschönen guten Abend. Flo, grüß dich. Ich klinge mich mal ganz kurz aus. Hier gibt es bei einem Fahrer ein Problem. Das will ich mal kurz klären. So. Die letzten 30 Sekunden, Freunde, dann geht's los. Mac Black, wunderschönen guten Abend. Und gleich gilt die ersten 45 Minuten. Gleich gehen die Motoren an. Ja.
Was haben wir? Stammkunden. Qua. Go, 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 Audi-Freunde Bremerhaven. Warum denn auch nicht? Jawohl, willkommen zurück. Falcon 2K, moinsen, wunderschönen Abend. Startplatz 2 und 5, da ist einiges drin. Also reden wir hier effektiv gesehen von Markus Grützner und von Jan Flair. Das sind die beiden Piloten, die erst und zweit genannt auf Position 1 und 2 und 5 stehen. Das sind die Kollegen von den Audi-Freunden Bremerhaven. Viele Grüße in den Norden. Jetzt bin ich gerade etwas überfragt, Benny. Wen meinst du mit, wo startet unser Zwickauer? Das kann ich beantworten. Unser Zwickauer, der Markus Erbe, startet auf der 23. Er hat leider keine gezeitete Runde im Qualifying gesetzt. Ja, der ist aber auch gerade in die Box zurückgeportet worden. Ergo muss es ein Problem gehabt gewesen sein, dass er nicht rechtzeitig und oder vielleicht gar nicht auf den Fahrenknopf gedrückt hat. Flauschi, moin. Ah ja, da kommt jetzt auch die Bestätigung von Flauschi. Schön, dass du es geschafft hast, Markus. Wir drücken die Daumen, deine Freunde vom Audi Club Zwickau. Es geht in den ersten Rennstart hinein, Freunde. Die letzte Rechtskurve auf Brands Hatch. Vorne der Pacemaker in natürlich Kombination mit dem Starting Widget. Was laufend ist auf dem Server, ist David Lukukeki. Ja, sehr gut. Da lassen Sie sich sauber Platz. Das funktioniert. Das sieht gut aus. So muss das. Im besten Falle maximal too wide durch die Ecke. Das heißt zu zweit nebeneinander. Da geht's rechts raus für einen der Kollegen. Ja, das sieht aus, als wenn das die Nummer 8 der Mike Höckert war. Gut möglich. Schauen wir gleich mal rüber. Titan Tower baut sich gerade zusammen. 27. Aber es war Mike Höckert. Startnummer 27. Oh, da steht ja nichts auf der rechten Seite. Inklusive dem grauen Audi, der dann die Wiese rüber zieht, schiebt. Kriegen wir hin. Auf der 1, David Lukukeki vorne weg, als wenn es keinen Morgen gäbe. Schon mal direkt eine Sekunde aufgerissen. Nach hinten vor Jan Zagrewski auf der 2, Jan Flair auf der 3. Manuel Kubisch auf der 4. Position. Außenrum verteidigt sich jetzt gegen Julius Bummans. Und da gab es den Kontakt inklusive des Abfluges. Profitiert das Ganze Marco Damm und Stefan Anklam. Anklam jetzt auf der 6, Marco Damm zurückgefallen auf P14. Das ist der graue Audi gewesen, den wir vorhin gesehen haben. Wahrscheinlich an der Leitplanke entlang schrubbernd. Corbin Behnke auf der 7, Marco Damm auf 13 zurückgefallen. Dann haben wir Christoph Kaiser auf der 8. Jawohl, Alexander Götz auf der 9. Jörg Reinhardt von 10 retour auf 11 gefallen. Amir Samani ist auf der 10, kam also vorbei an dem Jörg Reinhardt, an dem Schweizer. Andreas Riedl auf der 13, Marco Damm auf 12. Position gut gemacht. Markus Schulz auf der 14, Antonio Curzio auf der 15. Position. Thorsten Suhling 16 gewesen, jetzt auf 18. Moritz Vogel auf der 16, das ist der Isot Racing 96er Audi 8. Grützner auf der 17. Position. Und das ist so ein bisschen der, ja, ich sag mal, Verlierer vom Startprozedere gewesen. Er ist von der 2 gestartet und muss jetzt mit P17 erstmal zurechtkommen. Suhling auf 18, Daniel Brandt auf 19, Markus Erbe auf der 20. Und auch hier schon ein relativ großes Abstandsphänomen zu sehen. Nach vorne auf den D-Zug des Zagrewski und Lukukeki.
Flair auf der 3 bekommt Druck von Ulrich Bomans, Anklam und Behnke. Ja, Nerven behalten. Nerven behalten jetzt, die große, große Devise. Nach dem Start schauen, dass man im besten Fall einfach ein bisschen wegkommt, dass man sich lösen kann, um einfach in seinen Tunnel. Und da ist der Fehler von Jan Flair. Der Ausritt von Jan Flair in T1 auf Brands Hatch. Da ist die 3 weg auf der 7, zurück auf den grauen Asphaltband. Geht jetzt hier etwas weit raus. Ja, hat aber auch der Kollege auf 8, der Christoph Kaiser, zurückgesteckt. Bomans auf der 4, Ulrich auf der 3. Schaut mal zu Markus Grützner. Ich denke, da wird auch jeden Moment der Angriff erfolgen, dass er da versucht vorbeizukommen an den Kollegen, an Wrobel, an Schulz und im besten Fall an Cosio noch. Dene, sehr wunderschönen guten Abend. Nee, da nicht rein, da nicht rein, das geht nicht. Gerne, gerne, gerne. Okay, da war er von der Bremssituation gerade etwas überrascht, der Markus Grützner. Samani auf der 11. Bleibt dran an Marco Damm, an P10. Ja, Ecktänzler. Also man sieht, die Jungs hier sind definitiv am Arbeiten in dem Koffer. Einfach ist definitiv anders. Schulz auf die 17. Soli absolut, 18. Und die Strecke macht es nicht einfacher. Nee, definitiv nicht. Wrobel ist ganz dicht dran an Cosio. Ja, da müsst ihr aufpassen, Freunde. Das kostet richtig Reifenmaterial, wenn ihr da so viele oder ad hoc ganz radikale Lenkbewegungen macht. Außenrum. Wrobel vom Antonio Cosio vorbeigelassen worden. Und der Toni da kontern. Fährt hier ganz eng. Ja, also Fegertz steht in der Box. Ich glaube, da ist das Problem mit der Hand doch jetzt ein bisschen brutaler geworden, Marco. Ja, das vermute ich auch. Thomas hat sich jetzt noch nicht gemeldet bei mir, aber er hat vorhin schon geschrieben, kurz mit mir, dass die Hand doch alles andere als gut funktioniert. Und ja, er hat es versucht und das muss man ihm sehr, sehr hoch anrechnen. Von daher auch von meiner Seite gute Besserung, gute Erholung. Lass den Koffer stehen. Er läuft nicht weg. Wir parken ihn in der Garage und vielleicht geht es nächstes Wochenende ja schon wieder besser. Ja. Devs, moin. Grüß dich mal lieber. Oh,
Herr Grützner! Windschatten unterschätzt, zu spät im Anker gestanden, Kollision vermieden, indem er die Lenkung, also das Lenkrad geöffnet hat. Aber es ging halt einfach mal in T1 geradeaus weiter. Positionsverlust P16 ist nicht passiert. Schulz ist zwar deutlich dichter rangekommen, aber zum Glück im ersten Moment nicht vorbei. Auf der 5 Stefan Anklam jagt Julius Bohmanns vor sich her. 25,6 Bohmanns, 25,2 hingegen Stefan Anklam, ergo 4 Zehntel. Das könnte reichen, aber so wie es immer heißt, vorbeifahren. Ranfahren, vorbeifahren sind zwei Paar getrennte Schuhe. Auch Flair, der Behnke vor sich her geschoben hat. Jan Flair ist auf der 6, er ist vorbei an Corbin Behnke. Corbin jetzt auf der 7. Schade, Höckert auch in der Box. Seit der zweiten Runde. Jetzt haben sie es wieder umgedreht. Jetzt war Julius wieder schneller. Julius Bohmanns eine 25,6 gefahren. Eine 25,8 war es beim Stefan Anklam. Von an der Spitze gab es den Wechsel. Zagrewski hat die Spitze übernommen. Bluko Kekke jetzt nur noch auf der 2. Da war ein Ausritt dabei bei David. Eine 28,9 in der letzten Rundenzeit. Das kennen wir vom David normalerweise so nicht. Da muss der irgendwo Grünflächenbegutachtungsmaßnahmen betrieben haben oder dergleichen. Ich sehe aber auch nicht wirklich... Ja, da fehlt ein bisschen Lack, aber das ist nicht wirklich nennenswerte Beschädigung. Da rüttelt nichts, da wackelt nichts, da zupfelt nichts. Das passt, oder? Mach ich nur noch die Motorhaube? Nee, ist ein safe pass, passt. Also wieder Attacke nach vorne, David, Richtung dem Jan. 1,7 Sekunden musst du zufahren. Alexander Götz. Auch hier Schwung verloren. Auto zu sehr eingebremst, quer gestanden womöglich. Und jetzt fliegt er ab, raus ins Kies. Das ist halt Brands Hatch, Freunde. Direkt zu Bohmanns und Anklam. Ja, die Strecke verzeiht leider keine Fehler. Das macht der Audi 8 auch nicht. In dem Fall tatsächlich eine sehr explosive Mischung, Strecke ja. Und Auto zusammen. Ja, ich bin den Audi 24-Stunden-Format in Silverstone gefahren. Also ich habe auch ein paar Minuten in dem Koffer verbracht. Ach, da geht der nächste über die Wiesen. C'est la vie 84. Wie sieht's im Regen aus mit dem Cover, Bloody? Ja, ja, super. Erinnere mich nicht dran. Hör bloß auf. Erinnere mich nicht dran. Das waren die schlimmsten Stunden ever. Ja, fährst du quer, siehst du mehr, ne? Nee, tödlich. Tödlich. Also wir haben wirklich, wir haben richtig Bad Weather-Bedingungen gehabt. Und ich bin einen Double-Stint in der Nacht gefahren. Wirklich in der Nacht, in dem Regen. Also auf der Strecke war es zappenduster und ich glaube, ich bin morgens um 2 oder was bin ich, oder um 3 bin ich ins Auto rein und bin dann Double Stint gefahren. Nach Double Stint weißt du dann aber auch bei Regen auf Silverstone, was du getan hast, ne? Das ist ein Wunschgedanke. Morgens um 10 hatte ich es vergessen gehabt scheinbar, oder was? Nee, also natürlich, du weißt es schon, ja. Allerdings bei so einem Langstreckenformat ist natürlich auch irgendwo die Kombination. Warum fährst du so weit über die Wiese, Stefan? Bleib doch außen, lass dir den Koffer rollen, bremst doch nicht den Müll so weit ein. Hat er gehört, hoffentlich. Trotzdem weiter, Mann. Bleibt im Windschatten von Julius Bohmanns, das ist in Ordnung. Das heißt also auch, der psychologische Druck, den der Stefan Anklam aktuell auf den Julius vorne dran ausübt, bleibt beständig. Lisa, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Wie geht's dir? So eine Scheiße, da fällt kein Rennen. Nee, mit einer Hand nicht, da bin ich bei dir. Thomas, das macht aber auch keinen Sinn.
Aber wie gesagt, macht ihr da jetzt nicht so großartig den Kopf. Gesundheit, Real Life etc. geht vor, ganz klar. Wrobel hinter Riegel. Also vorbei, der Moritz Wrobel, innenseitig an Andreas Riedl. Gegen sich aus. Marco Damm hinter Christoph Kaiser. 27,3 bei Kaiser, 26,9 bei Marco Damm. Ich habe immer so das Gefühl, Marco, vielleicht kannst du mir da beipflichten, auf Brands Hatch ist es stellenweise vor allen Dingen dann sehr, sehr schwer, wenn du nicht im besten Falle direkt nach Rennstart in deinen Fokus reinfindest, diesen Tunnelblick wiederherzustellen. Absolut, das ist tatsächlich auf Brands Hatch ohnehin schon schwer, weil die Strecke natürlich auch sehr herausfordernd ist, weil du viele Bremspunkte hast, die nicht direkt sichtbar sind. Das heißt, oft im blinden Anflug anbremst. Ja. Und wenn du dich dann nicht fokussieren kannst oder dir es schwerfällt, wieder in den Tunnel reinzukommen, ja, an der Stelle gehen Rennen verloren, muss man dann tatsächlich so sagen. Ja. So, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das sah für mich im ersten Moment so aus, als wenn der Jan Zagrewski den David Lukokeki einfach hat passieren lassen. Hätte nur noch gefehlt, dass der Blinker an war, oder? Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es gleich wieder umgedreht sein kann. Auf der anderen Seite natürlich auch realistisch gesehen, Freunde, das ist eine 24-7 beim David möglich gewesen im letzten Umlauf. Eine 25-7 war es beim Jan. Also, wenn diese Sekundendifferenz den generellen Einzug erhält, dann macht es auch definitiv gar keinen Sinn aus der Sicht von Jan Zagrewski, den irgendwie den David Lukokeki hinter sich halten zu wollen. Moritz Wrobel ist am nächsten dran, nämlich an P10 und Amir Samani. Ist der Markus Grützen auf der 13, hat jetzt vor sich den Andreas Riedl. Anklam immer noch hinter Bomanz unterwegs. Auch hier natürlich auf Brands Hatch erhöhte Gefährdung des sogenannten Ich-hab-mich-festgefahren-Phänomens. Das heißt, wenn du jetzt relativ lange hinter dem Vordermann hinterherfährst und im Unterbewusstsein, das ist menschlich vollkommen normal, das passiert jedem Fahrer, das ist auch egal, ob du jetzt im ersten Moment, ob wie viel Erfahrung du hast, wenn du im Unterbewusstsein läufst du prinzipiell immer Gefahr, die Pace des Vordermanns anzunehmen. Und da ist es einfach auch so ein bisschen die Erfahrung und auch die eigene mentale Stärke, die da zum Tragen kommt, wie schnell das passiert, beziehungsweise wie schnell holst du dich aus diesem Phänomen wieder raus? Weil wenn du einmal drin bist und ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich habe es im Real Life immer so gemacht, ich habe dann gefunkt und habe gesagt, alles klar, zwei Runden noch, dann kommst du rein gefahren und Fahrer ausgetauscht. Absolut, das ist so. Ja. Du kannst ja tatsächlich ein bisschen was erzählen, weil wir haben ja viel über den Digital Cup geredet, aber du hast da ja auch Erfahrung, was das Thema Racing angeht, Bladi. Ne? Du bist ja nicht ganz unbedarft, was das angeht. Nee, ich habe meine Wurzeln im Kartsport. Ich war knapp 6 Jahre lang, ich sag mal so im Semi-Profisport, also im Clubsportbereich der Rennkarts unterwegs, europäischer Natur. Ich hatte feste Fahrer gehabt. Ich habe ganz, ganz klein angefangen mit Bambini, der Schrauberei, und habe halt einfach die Situation, den Vorteil gehabt, dass ich selber fahren kann und aber auch schrauben. Also auch das technische Verständnis war da. Das heißt, es gab viele, viele Kollegen, bin schon jahrelang raus aus dem Thema, aber den hast du, wenn sie die Schrauberfunktion oder die Schrauberrolle inne hatten, den hat der Fahrer gesagt, pass auf, das Kart macht das und das und das an der und der Streckenstelle. Dann hat der Schrauber gesagt, naja, sag mir doch mal bitte, was ich jetzt ändern soll. Ich habe doch keine Ahnung, ich kann doch selber nicht fahren. Und das war halt meine Kombinationsgabe, dass ich das 1:1 umsetzen konnte oder dass ich es jetzt stellenweise einfach aus Situationen gesehen habe, extern, also draußen an der Strecke stehend, was das Kart an welcher Stelle gemacht hat und dann auch sofort ändern konnte. Und das habe ich halt sehr, sehr lange gemacht.
war mitunter auch an teilweise sehr großen Strecken wie Spa-Francorchamps. Unten gibt es die Kartstrecke im inneren Bereich der eigentlichen Grand Prix, der Rennstrecke. Und ja, da war ich viel, viel unterwegs gewesen. Da komme ich so ein bisschen näher. Mittlerweile sind die Kontakte auch einfach auch da oben zum Ring, zum Nürburgring an die Nordschleife. Und da sind wir auch ganz gerne mal unterwegs, wenn uns da nicht hier Corinna ins Quer schießt. Ja, absolut. Also für meine persönlichen Verhältnisse fährt mir der Moritz Frobel gerade viel zu aggressiv übers Material. Also ich... aggressiv in Anführungszeichen. Er ist sehr unruhig mit dem Auto. Also sehr, sehr... nicht unruhig, aber sehr hektisch. Weißt du, was ich meine? Mhm, also stimmt, ja. Da fehlt mir so dieses... Guck mal, was soll dieses Rumgezappel? Halt doch diesen Koffer einfach mal ruhig. Lass das Auto mehr arbeiten. Guck, ja, dass ja. Ihr den Koffer... Lass das Auto rollen. Lass das Auto die Arbeit machen. Das Auto vermittelt euch, wenn es nach Grip giert, wenn es den Grip verliert, wenn es quer kommt. Das sagt euch das Auto. Das macht nicht ihr am Lenkrad, sondern das kriegt ihr vom Auto vermittelt. Das Auto muss um die Kurve rum. Und nicht ihr um das Auto um die Kurve rum prügelt. Das ist Quatsch. Und das ist das, was ich gerade so ein bisschen beim... Ich kann mich natürlich auch täuschen, weil ich bin jetzt gerade nicht im Rig anstelle von Moritz. Das nicht, ne? Also, dass wir uns hier klar verstehen. Ja. Aber die... Wie sage ich immer so schön, weniger lenken ist mehr. Und genau das ist aber auch im Real-Life-Motorsport der Fall. Weniger lenken ist mehr. Warum? Erstens hast du weniger Reifenverschleiß oder beziehungsweise Materialermüdungserscheinungen über die Distanz hingesehen. Und zweitens kostet es auch unmenschlich deutlich weniger Kraft. Absolut, ja, ja. Ich beobachte das tatsächlich auch. Und Moritz ist eigentlich sonst ein Fahrer, der ja doch relativ ruhig das Auto über die Strecke bewegt. Von daher, ja, schauen wir mal. Allerdings ist er natürlich auch hier in einem wunderbaren Pack mit dem Markus und dem Herrn Samini. Von daher, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie er sich da entwickelt. Jetzt ist er ja vor, wie er sich absetzen kann. Ja, schauen wir mal. Womans ist auf P5. Er ist also überholt worden von Stefan Anklam. S2 Avanz, Moinsen. Auch wenn ich heute krankheitsbedingt nicht mitfahren kann, drücke ich allen die Daumen. Ja, das geben wir natürlich weiter. Auch da gute Besserungswünsche. Ja, jetzt hören wir gerade vom Alexander Götz, einer unserer Fahrer und Kollegen von Moritz, dass er tatsächlich schon im Qualifying darüber geklagt hat, dass das Auto sehr, sehr unruhig ist und dass er Schwierigkeiten hat mit dem Auto. Also offensichtlich irgendwie vielleicht am Setup irgendwie was verändert, was jetzt irgendwie unglücklich ist oder ja, was auch immer. Bleibt uns am Ende jetzt gerade nur darüber zu spekulieren. Aber dann hat der Blick nicht getäuscht, Marco. Nein. Und das finde ich persönlich... Oh Mann! Da hinten ist jetzt einer rausgerutscht. Kaiser war es nicht. War das einer der Überrundeten gerade? Ah, das ist halt schade, wenn ich da keine Replays einspielen kann. Naja, ist egal. Wurscht. Wir haben ihn auf hohem Niveau. Ah, Pierre Meyer. In der Box. Höckert hat abgestellt und Thomas Fegert auch. Aber das, wie gesagt, das wissen wir wegen der Hand. Alles gut. Kann passieren, ne? Also kein Vorwurf an die Piloten. Es gibt Abende, da läuft es einfach gar nicht runter. Möchtest du am liebsten den Koffer abstellen oder hast du gefragt, warum du heute Morgen gar nicht aufgestanden bist? Das ist normal und menschlich, das ist akzeptabel und verständlich. Und dann wird so ein Koffer halt abgestellt und Haken dran. Nächstes Rennen kommt bestimmt, es ist auch geplant. Rennkalender sagt euch wann und wie und dann geht's weiter. Halbzeit. Halbzeit haben wir, Freunde.
Ja, aber Luko Kekki, der kann sich jetzt auch nicht gefühlt mit Überschallgeschwindigkeit davon absetzen, ne? Ihr seht es, gerade mal eine Sekunde hier, ja, der Gap zu P2, wobei das ist keine Sekunde mehr, das ist weniger. Ja, 7/10. Guck mal, das Auge, das täuscht nicht. Jan Zagrewski auf der 2, 7/10 dahinter. Ja, 25/1 bei Luko Kekki. 24/6 beim Jan. Da ist der Drops, wie es so schön heißt, noch lange nicht gelutscht. Immer noch 22 Minuten, wo sie durchhalten müssen hier. Behnke auf der 7. Marco Damm gerade etwas zu weit weg. Aber das macht er gut. Markus Grützner bleibt dran hinter Moritz Wrobel. Lässt sich da nicht unbedingt ins Boxhorn jagen. Ja, sehr schön gemacht vom Audi in Blau auf der rechten Seite. Da ist der Blinker draußen. Das war jetzt nicht Kaiser gewesen, oder? Hat er die jetzt echt vorbeigewunken? Christoph Kaiser, ja, ist der blaue Audi. Na ja, gut, warum nicht? Das war schon fast überfair. Ja. Probiert's einfach. Es nimmt euch keiner. Ich meine, ich kann es verstehen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt einen Trainingsserver hast oder ich sag jetzt mal irgendwie im Rahmen einer Fahrschule, Community-Tag oder sonstiges so ein Manöver fahren kannst oder einfach die Möglichkeit hast zu probieren. Ja, im Rennen ist es nochmal eine andere Sache. Im Rennen wissen wir alle, es geht um Punkte. Genau, das will ich damit sagen, Selavi. Es geht um Punkte, es geht um was. Es ist vielleicht meisterschaftsentscheidend. Ne? Da ist natürlich so ein Move auch ab und an mal empfehlenswert. Ich persönlich bin also als ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Vollblut-Racer, wobei eigentlich schon, aber so aus der Racer-Sicht würde ich sagen, also das ist immer mit Blinker jemanden vorbeilassen im Rennen. Schwierig. Aber bitte, nicht die Fahrer verurteilen dafür. Das macht natürlich auch keinen Sinn und das haben sie auch nicht verdient. Da ist er wieder auf der 10, der Moritz Wrobel. Das ist zu weit gegangen an der Stelle. 31-1. Christoph Kaiser wieder vorbeigefahren. Grützner somit auf der 8. Und er sollte jetzt normalerweise in der Lage sein, sich absetzen zu können. Andreas Riedl auf der 12 hinter Samani, Entschuldigung. 28-4 bei Samani. 28-0 bei Riedl. Jetzt Andi. Ja, gerade eingeplankt, ja. Ja. Ja, die Racing Team Oberwiese der Flo, die Frage ist halt, wie viel Kontrolle hat er denn in diesem Bereich dieser Feinfühligkeit? Du weißt ja, wie es ist, ne? Manchmal ziehst du am Lenkrad und denkst, ey, was ist denn jetzt los? Und machst hier zwei, drei 360s in Folge hin und denkst, wieso? Und hast zwei Minuten später dann realisiert, dass du nur noch das Heck zur Hälfte vorhanden hast, so nach dem Motto. Weißt ja nicht, was ist, ne? Ja, das stimmt, ja. C'est la vie, ja. FCLs sind hier drauf. Ja, 27,6, 27,9. Ja, Marco, ich blende mal ganz kurz von PTEC hier was ein, Freunde, weil es gibt mit Sicherheit viele, die sagen, wie ist denn das, was nehmen die denn eigentlich da für ein Material hier für die Scheibenreinigung als Beispiel hier oder für den Rennsport generell, so die Utensilienbereiche, die da zum Einsatz kommen, das ist ja doch vielen gar nicht bekannt, ne? Blende ich da mal ganz kurz ein und wenn du magst, Marco, dann kannst du gerne mal 1, 2, 3 Sätze über PTEC verlieren. Ja, das kann ich gerne machen. Also PTEC ist ja einer unserer Supporter, die es uns möglich machen, dass wir den Digital Cup hier auch durchführen können. Und PTEC ist vielleicht dem einen oder anderen kein Unbekannter, denn tatsächlich haben sie neben vielen anderen Produkten, sind sie vor allen Dingen auch im Motorsport als Supporter, im realen Motorsport als Supporter aktiv und haben ja neben
diversen Reinigungs- und Klebeprodukten, die einem schnell helfen, Dinge sauber zu machen oder Dinge wieder zu befestigen und sie an Ort und Stelle zu fixieren, das eine oder andere Produkt. Und von daher auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an die Jungs von PTEC und viele Grüße dorthin und danke für euren Support. Ja, dem kann ich nur beipflichten. So ein Thema ist natürlich auch nur dann, ich sag mal, um einiges interessanter oder ich sag mal schmackhafter vielleicht sogar, wenn natürlich irgendwo der Background stimmt. Ne? Also das heißt, wenn irgendwo jemand sagt, okay, pass auf, findet er genial, steht er voll dahinter, möchte er nach vorne peitschen und gewährt dementsprechend seine, im Rahmen seiner Möglichkeiten, die Unterstützung. Ganz genau. Ja, Bayern Amigo übrigens, lass es dir schmecken, das Weizen. Ja, Benny und ich, wir dürfen noch nicht, wir müssen noch ein bisschen machen, aber... unabhängig davon, dass wir trotzdem fast schon wieder gleich der Hydrant abreißt, aber kein Thema. Kriegen wir hin, ja. Jetzt brauchen wir die ganze Biertruppe hier, gell? C'est la vie. Flo, wo sind sie denn alle? Die Bierracing-Truppe. Das stimmt, die vermisse ich auch. Nicht, dass die heimlich trinken. Ja, genau. Amir und Andreas sind in der letzten Runde auf das Mü, genau, die gleiche Zeit gefahren, 27,354. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Wahnsinn. Also, es tut mir leid, aber ich muss ganz kurz mal austreten dürfen. Ich schalte euch kurz die Autocam an. Marco bleibt bei euch, ich bin gleich wieder für euch da. Absolut, bis gleich. C'est la vie, natürlich kennen wir auch Spezi. Kleiner Scherz am Rande. Ja, auf deine Frage, Mac Black 84, wie viele Gaststarter haben wir denn und wie viele lassen wir zu? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt heute beim Event zwei Gaststarter dabei. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Grundsätzlich lassen wir Gaststarter zu. Wir haben natürlich ein Interesse, dass die Starter an möglichst vielen Events teilnehmen und mitfahren. Es gibt nicht wirklich ein Limit. Ich sag mal, 5, 6 Gaststarter sind grundsätzlich überhaupt gar kein Problem. Von daher, alle, die Interesse und Lust haben, meldet euch gerne bei uns auf dem Discord. Ich sag's gerne nochmal, discord.gg/ACI Deutschland oder einfach im Twitch-Chat Ausrufezeichen Discord eintippen und dann bekommt ihr direkt auch die URL. Ja, also einfach anmelden. Wie gesagt, es gibt nicht wirklich ein Limit. Weil wir jetzt an Gaststartern auch nicht wirklich überrannt werden. Von daher, ja. Seid herzlich eingeladen. So, da sind wir wieder. Danke für das kurze Momentum. Genau, richtig Ausrufezeichen Discord, perfekt. Danke fürs Vormachen, Flo. Eine WhatsApp bekommen vom Kollegen, die bauen gerade ein Auto für Langstrecke, für einen Ring, ne? Hm. Und hat er mir ein Foto geschickt von seinem Rücken. Wir hatten gestern Sitzprobe.
auch sehr interessant, ja. So, Jan Flair mit einem leichten Frontschaden, wenn ich das richtig sehe. Gucken wir mal. Ja, Freunde, wie macht die Motorhaube? Ja, fritt, macht die Motorhaube im Winter. Frontschaden also bei Flair. Aerodynamik im Frontbereich des Audis mit der 69 ist also eher suboptimal gegenwärtig gestaltet. Heißt also, der Anpressdruck auf der Vorderachse ist nicht mehr so dolle. Und ich glaube, der Jan müsste da gefühlt mit, ja, vielleicht 5, 6, 7, 8 km/h langsamer die Apex der Kurven durchfahren. Trotzdem noch auf der 11. Im Windschatten hinter Andreas Riedl, wenn er es umsetzen kann, und er kann dranbleiben im Windschatten oder im, auch gerne mal bezeichnet als Slipstream hinter Andreas Riedl, dann kann er, die Möglichkeit hat er, den Schaden, den Frontschaden aerodynamischer Natur kompensieren. Blauschi, mach mal bitte drück mal F5, mach mal einen Refresh vom Stream. Wie ist denn der Markus Grützner jetzt auf die 6 nach vorne gekommen? Der war doch gerade irgendwo auf der 7. Ja, wobei, das ist an Behnke vorbei. Corbin Behnke ist auf der 7, Grützner jetzt auf der 6. Marco Damm auf der 5, Bohmanns auf 4, Hurich auf 3. Zagrewski auf der 2, 10 Sekunden, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja gut, Jan Zagrewski, letzte Umlaufzahl war eine 32,8. Ne? Das darfst du dir nicht erlauben, wenn du da vorne so einen David Lukukeki umher scheppern hast. Da musst du gucken, dass du schon zaubern kannst, beziehungsweise fliegen lässt. Absolut, ja. Ja, Flauschi, das kann mal passieren. Das ist halt Twitch. Genau, einfach nochmal nachladen und dann ist schick. Neuladen. Macht nachladen, streichen aus dem Kopf, neuladen. Bitte nachladen, das ist ein anderer Zusammenhang. So, Jörg Reinhardt, da ist er. Jörg Reinhardt, ich will mal Jörg sagen. Nee, aber Kollege heißt Jörg, ist ein Schweizer. Jörg Reinhardt im Windschatten hinter Markus Schulz. Auf Jörg. Bleib dran. Markus ist zwar ein Tick schneller, aber nichts ist unmöglich. Marco, wollen wir vielleicht ganz kurz nochmal über GetQ reden? Wer das ja, ist und was die machen? Können wir gerne machen. Auch GetQ ist ja einer unserer Supporter und ja, ein Kollege tatsächlich ja von dir, denn hinter GetQ versteckt sich ja niemand Geringeres als unser lieber Freund und Kommentator Manuel Wendel, der uns bei den Events unterstützt. Und ja, Manuel ist ja leider unpässlich gewesen durch verschiedene andere Verpflichtungen, sodass wir jetzt natürlich auch sehr gerne auf dich zurückgegriffen haben. Von daher von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, Benny, dass du dir Zeit für uns genommen hast und uns hier begleitest heute Abend. Genau, aber das ist GetQ und von daher, ich weiß nicht, Manuel ist heute, glaube ich, im Fußball aktiv und nicht im Motorsport, von daher viele Grüße von hier an Manuel und ans Fußballgeschehen. Genau. Ganz so mein Sport. Ja, nee, Grüße gehen auch von mir raus. Das hat jetzt der Kollege gut gesehen. Markus Erbe auf der 17. 3 Runden Retour. Ja, gut. Ja, das ich denke also auch auf Brands Hatch, also wenn du hier nicht trainieren konntest vorher, womöglich, weil es einfach nicht möglich war, zu wenig Zeit vorhanden oder sonstiges, aber das kann dir halt echt das Genick brechen, ja. Grützner ist dran an Damm. Ja, absolut, da hast du recht, Benny. Also
grundsätzlich bedarf natürlich echt jede Strecke mit Training, aber gerade in Brands Hatch braucht man einfach ein bisschen Zeit, um sich an die Strecke zu gewöhnen. Ja, du darfst halt nicht aus dem Flow rauskommen, ja? Genau sowas wie jetzt. Das darf doch nicht passieren, warum gehst du da so weit, pur? Scheiße, hat er gesagt. Das sind so kleine Anekdoten, weißt du, wo du dann siehst und denkst so, jetzt, aber jetzt die Kontermöglichkeit, jetzt lass stehen, komm. Wagenlänge hat gefehlt, Grützner zieht an dem Kollegen, an Marco Damm einfach vorbei, und Marco Damm hat keine Möglichkeit, den Konter zu platzieren. Schade. Es gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten hier auf Brands Hatch, ne? Sind wir realistisch, wie viele Möglichkeiten hast du? In Summe hast du eine. Die prädestiniert ist zum Überholvorgang. Ansonsten musst du irgendwie mit Hängen und Würgen vorbei. Im bescheuertsten Falle, negativ belastet, hast du die Brechstange auszupacken. Macht kein Mensch. Absolut, ja. Also du hast furchtbar viele Stellen, wo du halt einfach nur mit der Brechstange vorbeikommst. Es zeigt halt an der Stelle so ein bisschen, dass das fahrerische Können. Schaffst du es, dich in Geduld zu üben, hinter deinem Vordermann zu bleiben und auf einen Fehler von ihm zu hoffen? Oder provozierst du eine Situation, die im Zweifelsfall auch dich die Platzierung kostet, abgesehen von den wenigen oder der einen Stelle, wo du wirklich gänzlich gefahrlos überholen kannst? Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, gerade Grand Hatch ist eine der Strecken, wo du als Fahrer auch einfach viel Geduld mitbringen musst und auf einen Fehler deines Vordermanns hoffen musst. Also ich bin bei dir, wenn wir uns darauf einigen, Geduld ist eine Tugend, wird hier auf Brands Hatch groß geschrieben. Absolut. Schwierig, c'est la vie, weil wir momentan das Phänomen haben, dass hier auch teilweise schon überrundet wird oder überrundet werden muss. Deswegen schwierig zu sagen. Die sind vom Prinzip her fast alle in der Lage, 24er Zeiten zu fahren. 25er im Average. Momentan haben wir 25, 26, 27 bei den ersten dreien. Das ist aber auch so ein bisschen dem Verkehr geschuldet. Also, wenn die frei fahren können, sind die ohne Probleme in der Lage, eine 24 hochzufahren. Wir sind um 3 Uhr, glaube ich, oder kurz nach 3 sind wir gestartet, ne? Also sprich, der einfache Zeitmultiplikator ist hier im Rennen der Fall. Absolut, ja. Okay. Dann sollte normalerweise das Thema Reifen nicht so große Probleme machen. Nein. Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, ist der Ping von Zagrewski von P2. Wobei, das kann jetzt auch einfach gefreezed sein, die Anzeige. Ne, jetzt ist orange. Ich hoffe, dass da alles passt, nicht, dass er wegreißt. Jetzt ist er wieder rot. Ja, habt ihr gesehen? Manuel Hurich außenrum wollte vorbei. Er wurde vom Kollegen auch mehr oder weniger vorbei gebeten. Das war okay. Aber er hat selber seine eigene Pace etwas überschätzt und musste links in die Wiese raus. Oh, da war einer quer gestanden. Kurz auf der Wiese. Das war Amir Samani. Bitte verzeiht, ich habe gestern 13,5 Stunden oder sowas hier geballert. Ich bin noch so, ich meine, hört es vielleicht auch ein bisschen in der Stimme, ne? Klingt so ein bisschen anders wie sonst. Ja, so schlimm ist dann doch nicht. Was bin ich auf dem Berg? Ich war niemals auf dem Berg, Lisa. Ich krieg da mal Schnappatmung, wenn ich auf dem Berg bin. Ah! Amia! Eieiei. Bremspunkt verzipfelt. Und wieder eine Position weg. Reinhard ist vorbei. Der Jürg auf der 13. Haben wir noch zwei Minuten, 45 Sekunden. Also vorsichtig behauptet. Vorletzte Runde.
Anklam ist momentan nicht auf dem Server. Pierre, Stefan Anklam muss abgestellt haben. Ich sehe ihn nicht mehr auf dem Server. Ja, ich habe auch kein direktes Feedback von Stefan. Ich werde mal auf die Suche gehen, dass wir vielleicht da etwas reporten können, was bei Stefan los ist. Ich weiß nicht, ob er das Fahrzeug entsorgt hat. Ich sehe ihn auch nicht mehr im Discord. Sehe ich, Pierre. Krützner ist auf der 2, Zagrewski muss den Fehler gehabt haben. Zagrewski ist nur noch auf der 3. Ja, stimmt, Lisa, da hast du recht, das hat man noch nicht so einfach gesagt, ja. War aber gar nicht so komisch gemeint. So. So, letzte Runde fahren wir mit. Bei David Lukukeki beim Führenden. Lisa, hast du nicht Bock auf den Gaststart? Wir haben noch einen zweiten Lauf hier. Holst den Audi 8, Brands Edge. Voll aggressives Setup drauf. Lässt dich ein bisschen durchschütteln, hast du ein bisschen Spaß. Klar, Audi. Was denn sonst? So, für die ganz spontanen unter uns, weißt du, wie ich meine? Nee, Hase, Spaß beiseite. Nur wenn du Bock hast. Ja, dann lässt du die Hand erstmal noch ein bisschen Genesung gedeihen, Lisa, und dann bist du nächstes Wochenende dabei. Hungaroring wird auch lustig. Ja, gerade bekomme ich die Info von Alexander Götz von LAX, der auch nicht mehr auf dem Server ist. Ihm ist aus irgendeinem Grund einfach das Lenkrad ausgegangen und ja, dann war wohl tatsächlich auch der Frust. Ja. Dann Glückwunsch an den Sieg im ersten Lauf an David Lukukeki. Saubere Performance abgeliefert. Anzi, einen wunderschönen guten Abend. Franzi, ich grüße dich, meine Liebe. Wie geht's dir? Wochenende bis dato gut überstanden. P2 geht an Manuel Hurich. Schafft es also hier vor Jan Zagrewski die Nase zu halten auf P2. So muss das. Zagrewski holt sich die 3. Bomans wird dann gleich Vierter. Nein, deswegen habe ich ja gesagt, Benny, alles gut. Wenn sie Bock hat, gerne. Aber wenn die Hand dann noch ein bisschen Probleme macht, dann alles cool. Julius Bomans P4, Markus Grützner wird dann gleich Fünfter werden. Wir machen nächstens die Top 10. Ich denke, das sollte passen von der Overtime her. Grützner also Fünfter, Marco Damm P6, Corbin Rinke, Behnke. Ich mit meinen, also ich, heute gucke ich irgendwie Scheppi, habe ich das Gefühl. Corbin Behnke holt sich die 7, Christoph Kaiser wird Achter, Moritz Vrobel 9. Und der Jan Flair holt sich dann gleich P10. Ja, Franzi, du wirst lachen, das habe ich auch gerade vor mir stehen hier. So. Oh.
Hedge Race. So. Ja, Freunde, ungeplant, aber da lief noch der Clip vom Q4 e-tron. Ich habe da gerade im Hintergrund die Highlights für euch vorbereitet. Die möchte ich natürlich euch jetzt da nicht vorenthalten. Wenn wir zusammen ein bisschen gucken können hier, ganz locker. Also, jetzt vom zeitlichen Ablauf her, es ist richtig so, wie der Kollege da gesagt hat, geschrieben hat in den Chat, 45 Minuten ist die Renndistanz. Es ist ein Double-Heater-Format, heißt Rennen 1, Rennen 2, die Top 10, die über die Ziellinie gekommen sind, Lisa, aus dem Rennen 1, werden umgedreht. Das heißt also Reverse Starting Grid für Top 10 aus dem ersten Rennen für dann das zweite Rennen. Und wie gesagt, beides 45 Minuten. Also lockeres Format. Ich sag mal, wenn du so am Sonntags, beziehungsweise Samstag starten wir normalerweise, Marco, gell? Samstags. Richtig, ja. Samstag starten wir normalerweise. Ja. Wenn du Samstags da so von halber Sechse bis um halber Zehne, wäre es möglich. Aber wie gesagt, Gaststart ist, ne, möglich. Insofern alles gut für die Kurzentschlossenen. Ne? Mit so ein bisschen Voranmeldung wäre cool, ne? Weil es gibt auch hier für den Fall einfach die Entry-Liste im Hintergrund. Die muss natürlich auch gebaut werden und dann ist das kein Thema. So, 10 Minuten Pause haben wir jetzt ganz locker. Der Marco baut da im Hintergrund den Server zusammen. Und ich lasse euch da so ein bisschen die Highlights mit durchlaufen hier. Uferseite. In circa 10 Minuten, Lisa. Je nachdem, wie schnell ich bin. Genau. Wir haben zwar ein wunderbares Tool, was uns hilft, aber trotz alledem muss ich immer noch mal gucken, ob das, was ich hier zusammen bauen lasse, dann am Ende auch funktioniert und soweit alles schick ist. Eigentlich bin ich schon fertig, bin schon bei der Kontrolle. Das ist doch cool. Ja, cool. Hey Mike, welcome, good evening, welcome back. Mit Regen bitte, möchte der Pierre jetzt haben. Mit Regen? War Regen auf dem Trainingsserver eingestellt? Nö, eigentlich nicht. Map. Pierre, dann ist nichts mit Regen. Aber hey, wir können da einfach mal Überraschung machen, ne? Ja, genau. Und danach steht 90% des Fahrerfeldes bei dir auf der Matte und fragt dich, ob du noch einen Latten am Zaun gehabt hast. Nee, wie du magst. Wie das du magst. Das ist durchaus möglich, dass sie das dann tun. Nein, nein. Überraschendes Wetter haben wir uns für die nächste Saison aufgehoben. Pass auf, die Lisa hat gerade reingeschrieben, also wenn es doch geht und du das mit der Entry-List für sie egalisieren kannst, dann würde sie die Daten brauchen. Dann könnte sie mitfahren. Ich bräuchte auf jeden Fall ihre Steam-ID. Wärst du mit geforster Entry-List, Marco? Ja. Okay. Lisa, dann braucht der Marco deine Steam-ID. Und maximal noch einen Startnummernwunsch, aber ich glaube, der ist erstmal zweitrangig. Lisa, schreib mir mal, wenn du kannst, schreib mir mal deine Steam-ID über das Discord, bitte. Dann gebe ich die weiter an Marco. S2er-Wand ist unbezahlbar. So, ich gucke trotzdem schon mal, dass ich keinen Mist gebaut habe. Dann warten wir mal auf die Daten von Lisa und ich mache hier noch mal kurz einen Sichtcheck, dass alles gut ist. Ja, die sehr schön, das sieht gut aus. Okay, Entry List hat funktioniert. Mhm. Definitiv ohne Creature. War gut. Markus auf P5. Kann sich sehen lassen. So, warte mal, ich hab einen Datensatz. Ich habe einen Datensatz. Sehr gut. Marco, ich schicke dir den Discord rüber.
Lisa Hansen ist okay vom Namen her, Lisa. Oder willst du deinen anderen Vornamen noch mit haben? Das, ne, also ich habe von Lisa soweit alles. Ich trage sie jetzt nur noch schnell in die Liste ein. Genau, dann brauchst du im Endeffekt nur noch, Lisa, wenn du Audi eingibst in die Suchleiste, dann siehst du den Rennserver. Dann muss, Marco, musst du nur noch ihr das Passwort geben, dann ist alles cool. Da kümmere ich mich sofort drum. Das schicke ich dir. Und dann kannst du es vielleicht an Lisa direkt weitergeben. Können wir machen. Aber Lisa, noch nicht connecten. Ich muss den Server erst noch neu starten. Da bin ich jetzt gerade dabei, wenn ich deine Daten eingetragen habe, geht es direkt. Geht es direkt los. Was für Werbung, Lisa. Komm, wir machen hier mal kurz Werbung. Können wir machen. So, ich bin soweit. Der Server läuft wieder. Sehr gut. So. Ja, dann wollen wir mal. Sollen wir da mal drauf drücken, Freunde? So, ich würde mich jetzt mal kurz verabschieden. Ich gehe mal schnell die Teams alle informieren, dass die sich alle wieder rechtzeitig connecten können. So, machen wir's. Race. Auf.
So, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir die Software kurz neu gestartet bekommen. Ja. LMS Evo. Den LMS Evo, Lisa. So, dann sollten jetzt alle informiert sein. Dann vielleicht nochmal von mir an alle Fahrer, die uns auch im Stream zuhören. Der Server steht wieder zur Verfügung. Ihr könnt euch connecten. Ich muss kurz einen Software-Neustart machen. Das geht nicht. Kacke. Aber das ist nicht schlimm. Ja, sehr gut. Achso, jetzt haben wir nochmal freies Training. Ja, das ist für die Connection, dass die Kollegen alle draufkommen. Das werden wir dann, sobald alle da sind, dann entsprechend skippen. Jo. Klingt nach einem Plan. Ist ein bisschen entspannter für alle Beteiligten und vor allen Dingen auch für mich. Ja. Yeah. Als ich bei unserem zweiten Rennen die Entry-List noch händisch zusammengebaut habe, zwischen dem ersten und zweiten Rennen, ich habe in der Viertelstunde bestimmt genauso Wasser geschwitzt, wie die Jungs, die am Lenkrad saßen. Da ging mir echt die Düse. Das glaube ich, ja. Oder anders ausgedrückt, bist du um 3 Jahre gealtert, in 2 Minuten. Wenn das mal reicht, ja. Ja, ja, das trifft's aber ungefähr. Nee, kenne ich. Ich habe auch mehrfach so Situationen gehabt. Das hat vom Gefühl her dann schon nichts mehr damit zu tun gehabt, dass du, wie sagt man so schön, der kalte Schmiss ins Wasser. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Das war 5-mal so hart. Nein, das war hart. Es ist nichts passiert, es war Gott sei Dank fehlerfrei. Aber wie du sagst, in den Minuten bin ich gefühlt 3 Jahre älter geworden. Hm. 60, 80 Liter? Was brauchst du denn im Average mit dem Koffer? In Average reichen eigentlich 55 bis... Ja, 55, 58. Da ist noch ein bisschen was übrig dann am Ende. 3 Liter pro Runde. Das würde keinen Sinn machen. Warte mal, lass mich mal ganz kurz rechnen. Also 3 Liter pro Runde wäre bei meiner Rechnung jetzt circa 90 Liter. 208 war es bei dir. Ja, das kann schon eher hinkommen. Also ich würde mir mal irgendwas... Was hast du denn drin gehabt, Bayern Amigo? Wenn ich mal so ganz dezent fragen darf. Ich würde mir da irgendwas um die 80 Liter rein... Ah, 75 Liter, okay. Also ja, ich bin... Okay, bei so viel, ja. Mach 80 Liter rein, irgendwas 80, 82 Liter, Lisa. Ich glaube, das sollte passen. Dann haben wir noch ein bisschen Reserve gedanklich dabei und dann ist es gut. Aber 60 ist definitiv zu wenig. 60 lang nicht. Ja, da muss ich mich korrigieren. Ich war die ganze Zeit bei unserer Trainingssession oder bei unserem Trainingsrace, was deutlich kürzer war als 45 Minuten. Von daher sorry für die Fehlinfo. Manchmal sollte man doch überlegen, bevor man den Mund aufmacht. Also ich habe jetzt... Nee, alles gut. Du...
Das geht auch relativ, das passiert ganz schnell, das ist, ne? Ich habe jetzt die 45 Minuten, ich habe pro Runde mit 86 Sekunden gerechnet, also sprich 1 Minute 26. Und dann bist du bei 2700 Sekunden bei der 45-minütigen Renndistanz. Und dann kommst du irgendwo auf 32 Runden, Pi mal Otto. Und dann hast du 32 mal 3, ne? Dann wärst du bei 3,9 Schlitter. Macht keinen Sinn, ist viel zu viel. Insofern, wenn du da mit 85 Liter um die Ecke kommst, passt es. Denk nur dran, Lisa, eine volle Einführungsrunde noch. Also vielleicht da mit anderem Mapping dann fahren. Genau, die darfst du auf jeden Fall nicht vergessen. Ich sehe gerade im Stream noch, das ist an mir vorbei geflogen, der S2 Avant, unser guter Sven, der leider gesundheitlich angeschlagen ist und im Bett mit Fieber liegt, sonst eigentlich auch ein Fahrer des Audi Club International ist, hat vorhin geschrieben, für Geld macht Marco alles, auch Regen. Ja, den Regengott, den lassen wir heute aus England mal fort. Das reicht, wenn es bei uns geregnet hat oder immer noch regnet oder schon wieder. Aber in England lassen wir das mal. Aber ich habe gehört, ab und zu soll es auch am Hungaroring mal nass werden. Vielleicht können wir ja über das nächste Wochenende reden. Lieblingspommels, wurde schon genannt. Samuel, danke noch für den Follow. Kuss geht raus. Mir langt noch der Regen von Silverstone. Ja, wenn man einfach eine gewisse Grundsicherheit hat in dem Auto, ist es okay, Pia. Aber wenn du die Grundsicherheit nicht hast, kann es echt ekelhaft werden. So, da ist sie. Lisa Hansen im Auto mit der 77. Wunderbar, dann hat das ja super geklappt. Dann herzlich willkommen. Ich gehe jetzt nochmal schnell zu meinem Kollegen, der mit mir den Server managt. Wir stimmen uns nochmal kurz ab zum lieben Markus und dann bin ich gleich wieder da. So machen wir es. Lisa, wenn du mich hörst, von außen nach innen auf Brands Hatch. Ganz wichtig, von außen nach innen. Außer T1. T1 kannst du auch von der Mitte voll, aber rechts auf dem Curb kontrolliert aufsetzen, dass du nach links die Strecke verbreiterst, gedanklich. Sehr gut. Das glaube ich dir, Bayern Amigo. Ich glaube, richtig kriminell ist es dann noch, wenn es auch noch schneller ist, wie man es selber fahren kann, oder? Das ist eine blöde Kombination. Aktuell nicht auf dem Server. Oliver. Zuschauen ist noch blöder. Okay. Ja, ich fühle mit dir. Ich bin da. Ich meine, ich bin zwar jetzt seit 2 Jahren der reine Moderator, aber auch bei mir gibt es natürlich Situationen, wo ich selber mal hinterm Steuer sitze und ins Lenkrad greife. Und ganz ehrlich, ich möchte das einfach. Ich möchte sie missen. Ja, also ich bin echt froh,
Das ist nicht jeden Tag oder jede Woche der Fall, das nicht, aber ich sag mal so 3, 4, 5, 6, 7 Mal im Jahr ist es schon der Fall. Echt? LMP2, Digga, gib mir mal eine Zeit vor, ich hab kein Gefühl, ey. Was muss denn da gehen, Marc? Bis 35. Echt? So, da ist er wieder. Wir kommen zurück. Ah ja gut, okay, das LMP2, ja. Ey, so schnell. Boah. Exakt um 20.35 Uhr starten wir dann den Server neu. Das heißt, also das heißt, wir starten nicht den Server neu, das ist gelogen. Session skippen. Wir skippen dann in die Race Session. Ja. Bei mir ist es 20.35. Ja, sollte jetzt gleich passieren. Bei 38, okay. Ja, das war schon mal eine Hausnummer, Marc. Danke dir für die Info. So. Was macht der? Achtung, ich skipe. Ich skype, oder ich schreibe der Markus? Der Markus. So, folgende Konstellation, wie gesagt, die Top 10, also die ersten 10 Startplätze, sind umgekehrter Reihenfolge im Ausgang der Situation von Rennen 1. Das bedeutet, Freunde, wir haben jetzt aktuell auf der Pole den Jan Flehr, auf der 2 ist der Moritz Wrobel, Christoph Kaiser auf der 3, Corbin Behnke auf der 4, Marco Damm auf der 5, Markus Grützner von P6, Julius Bohmanns von 7, Manuel Hurich von 8, David Lukokeki von der 9, Andreas Riedl von der 10, Markus Schulz von der 11, Amir Samani von 12, Jürg Reinhardt von der 13, Daniel Brandt von der 14, Markus Erbe von 15, Thorsten Suhling von der 16, Pierre Meyer von der 17, Mike Höckert 18, Thomas Fegert von 19 und die Lisa Hansen startet von P20. Da gab es einen Disconnect gerade, wir sehen im Starting Grid einen leeren Platz. Irgendein hat es da gefeuert. Ist immer ärgerlich sowas. Drücke egal. Ja. Hast du ein Setup drauf, Lisa, oder hast du aggressive drauf? Ich kann nicht mehr babbeln heute, ist unglaublich. Akro. Wir haben 28, keine Ahnung, machen wir irgendwie 6-7 Klicks nach oben vom aggressiven. Ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Minute haben wir noch, deswegen schaffe ich das nicht, ihren Setup rüber zu schicken. Das wird zu knapp. Auch geil. Ach so, ich bin die Neue und gehöre nicht hierher. Ja, das ist Lisa-like. Das ist normal. Links 26,3, rechts 27,5. Hat der Schreibtisch-Racer.
dieser Fastfahrer, Gastfahrer. Ein schneller Gastfahrer quasi. So, auf geht's. Einführungsrunde zum zweiten. Pacemaker der Jan Flair. Marco, wer ist Maximo im Twitch als Fahrer hier? Jetzt musst du mich nochmal abholen. Das hab ich jetzt. Der Maximo hier, der im Chat ist. Der ist aber auch Fahrer. Ich weiß aber nicht wer. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Okay, dann sind wir schon zu zweit. Ist nicht schlimm. Da müssen wir jemanden finden, der das war's. Also Maximo, wenn du uns hörst, ich bin ziemlich sicher, wenn du es uns nachher sagen wirst, wenn du fertig gefahren hast, natürlich bitte, dann werden wir alle sagen, na klar, war ja logisch, ne? Aber bitte nachher nochmal um Aufklärung. Wir sterben doch so ungern doof. Schade. E3 ist nicht mehr dabei. Jetzt im zweiten Durchgang vom ersten Heat. Markus Erbe erneut in der Box. Ich sag dir, der hat jedes Mal den Bug. Der wartet zu lang und wenn du die letzten 20 Sekunden hast und gehst dann auf den Fahrenknopf, kann es passieren, dass das System das nicht erkennt und dich zurückportet. Ja, ja. Ich werde Markus auf jeden Fall mal fragen, was da los ist. Genau, und von Thomas Fegert habe ich gerade nochmal die Info bekommen. Er fährt ja nicht. Richtig. Aber er hat jetzt seinen Sohnemann ans Steuer gesetzt. Der Florian. Von daher, Florian, mach dem Papa alle Ehre, dass der weiter genüsslich Weizen trinken kann. Genau. Das ist der Florian Bayern, amigo. So, Attacke, Freunde. Range Start Nummer 2 auf Brands Hatch. Im sechsten Lauf von, hilf mir Marco, 8 oder 9? 8. Rennen 8. Ist also gleich zugegen. Green Light, go, go, go. Jo. Guter Start hier von Jan Flair. Oder Flair? Wie sprechen die Kollegen aus? Jan Flair, eieieiei. Mal kurz ausprobiert, ob das Heck stabil ist. Der Moritz. Lackaustausch gehört dazu. Genau. Ja, ja. Ja, die Nummer 69 wird hier angefeuert. Oh, da gab es den Knutscher vom Thorsten Suhling auf den Vordermann. Der Audi in Grau etwas weit rausgefahren. Wie geht's durch? Jan Flair auf der 1, Moritz Wrobel auf der... Oh, nee, keine Chance. Da hast du keine Chance mehr auszuweichen, Freunde. Da ist Moritz Wrobel frontal entgegengesetzt der Fahrtrichtung gestanden und ist frontal getroffen worden vom GSR Audi. Muss nur kurz gucken, wer es war. Kaiser 2, Benke 3, Grützner auf der 4, Luko Kecki auf der 5 schon. Der ist von P10 gestartet, Freunde. Hurich auf der 6. Position, mal kurz mit dem Heck getänzelt, weil er die Front wieder einfangen musste. Amir Samani auf der 7, Julian Bohmanns auf der 8. Das ist der GSR 8. Audi gewesen, der da den Kollegen Wrobel frontal mal ein bisschen geknutscht hat. Der hat auch jetzt hier dementsprechend den Frontschaden. Freunde, ihr kennt es, wie macht die Motorhaube bei Julius Bohmanns. Fritt macht sie im Gegenwind. Trotzdem auf der 8, auf der 9, Entschuldigung,
Auf der 8 ist Andreas Riedel, Höckert auf der 10, Lisa Hansen ist schon auf der 11. What? Ja, ist aber so. Markus Schulz auf der 12, Thomas Fegert, also der Junior Bayern Amigo, ist auf der 13, Marco Damm auf der 14 und das war, glaube ich, der graue Audi mit der 29, den wir gesehen haben, der sich da ein bisschen mal kurz vertan hatte hier in der ersten Runde. Und jetzt geht der Kollege Fegert etwas zu weit und das ist die Möglichkeit für Marco Damm, über die Innenseite vorbeizuhuschen. Damm auf der 13, Pierre Mayer auf der 15, Jürg Reinhardt auf der 16, Daniel Brandt auf der 17, Markus Erbe auf der 18, Suling auf der 19, zu spät im Anker gestanden. Ja, wobei, das ging noch. Und Moritz Wrobel steht an der Box. Das sieht aus wie abgestellt. Da ist Escape genutzt worden. Da ging wahrscheinlich gar nichts mehr nach dem Treffer. Luko Kekki jagt Grützner. Sehr schöne Kameraperspektive, da bekommst du erst nochmal richtig gut mit, wie eng und nah die Fahrzeuge beieinander sind und was das für ein Speed eigentlich ist. Ja. Nicht an der Stelle, nicht an dieser Stelle. Da musst du schon permanent, also schon lange nebendran sein, dass du hier reinziehen könntest oder kannst. Absolut, da sind wir wieder bei dem, was wir für den ersten Rennen besprochen haben. Ne? Geduld, Gewalt. Oh nein, er trifft auch noch beide. Ah, und auch abgeräumt. Ja, sehr unglücklich. Nee, abgeräumt war das jetzt nicht unbedingt, weil... Das ist ja unkontrollierbar. Ja, Der erste kam noch vorbei, also Grützner kam noch vorbei und Luko Kekki wurde dann auch mit dem Heck von Behnke getroffen und ganz unglücklich hat es ihm da, weil der Stoß oder der Hit doch etwas heftiger, etwas stärker war, hat es ihn da mal auf halber 9 gedreht. Trotzdem noch auf der 4. Der David. Glück gehabt. Glück im Unglück. Ja. Damm innenseitig vorbei an Thomas Fegert. Markus Erbe hinter Pierre Mayer. Da geht es um P16. Wir müssen nach vorne zum Andreas Riedel. Außenrum hat er nicht gemacht. Ah, hat zumindest probiert. Ja. Habt ihr gesehen, ne? Höckert musste die Bremse antippen und dann ging ihm schon fast die Strecke aus. Ganz links hat er dezent mal die Grasnarbe touchiert. Hansen kam durch, die Lisa. Lisa jetzt auf der 10, hängt jetzt sie wiederum dem Andreas Riedel im Genick. Vielleicht eine ganz kurze Hintergrundstory zu Lisa. Lisa ist gestern im 12er-Format gefühlt 9 Stints alleine gefahren. Hammer. Ja, also circa Stunde 30, Stunde 40 die Ecke ist der Teamkollege im Koffer gesessen. Die restliche Zeit ist die Lisa alleine gefahren. War schon sehr, sehr geil. Aber auch, guck mal hier auf der Bremse. Das ist eine Teufelsbraut hier, ohne Witz. Großartig. Und die Lisa... Achtung, Lisa, da kommt der Konter. Ja, den hat sie jetzt nicht gesehen. Ja. Nee, das wollte jetzt der Andreas Riedel. Der hat sich jetzt auch gedacht, okay, also, wenn du bei mir so reinziehen kannst auf die Innenseite, dann mache ich das bei dir jetzt auch, ne? Hast ja auch Augen im Kopf, so nach dem Motto. Lisa ist aber unterwegs im Full Motion Rig.
Also bei der Lisa, da rüttelt, schüttelt, vibriert, trommelt alles. Und hat da richtig High-Class-Equipment stehen. Extrem cool. Und vor allen Dingen habe ich es vorhin am Anfang noch gesagt. Ne? Ja. Keine Einwände von uns als Veranstalter, wenn sich auch mal Frauen für das Thema begeistern, dass das dann direkt so schnell geht, konnte ich ja nicht ahnen. Von daher, ja, mal schauen, wie sich Lisa macht, und vielleicht findet sie ja sogar Gefallen an unserem Format. Tür auflassen wahrscheinlich, außer sie kann... Nee, hat sie die Tür aufgelassen? Oh. Ja, ist an der Stelle wahrscheinlich auch... Ja, nochmal kurz angetippt. Lackaustausch ist vollkommen okay. Es ist halt auch sehr schmal, die Strecke, ne, stellenweise. Also du hast manchmal einfach keine andere Möglichkeit, als dich minimalistisch zu berühren. Ah, 27.0 von Samani, 27.2 von Bomans. Vorne hier auf der 3 und 2 wird gefightet zwischen Kaiser und Grützner. 24.8, Markus ist dezent der Schnellere, gegenwärtig. Ja, Lukopeki muss jetzt so ein bisschen zaubern hier, ne? Ja, so ein bisschen so ein Insider, ne? Bettina Schulz kann nur fahren, wenn Markus Schulz nicht fährt. Das müssen wir mal noch dringend ändern, liebe Bettina, ja? Dass du deinen Mann noch ein bisschen unterstützen kannst. Ah, habt ihr gesehen? Lisa zu spät gebremst, und aber auch Thomas Fegert hat direkt das gleiche Phänomen von der Lisa Hansen adaptiert und wäre sogar fast noch abgeflogen hier. Schön eingefangen. Tja, wo findest du jetzt den Weg vorbei, ne? Er kann schneller, der Markus. Großartig gefahren. Sehr gut gemacht. Außenrum austariert und Kollege muss zurückstecken. Hat er auch gemacht, der Christoph Kaiser. Keki an Kaiser dran. Vorbei. Kaiser ist links, der blaue Audi. Ging weit. Tür aufgelassen für den David. Reinhard hinter Schulz, nämlich hinter Markus. Ja, das scheint hier eine ganz berühmt-berüchtigte Rechtskurve, diese Fast-Hairpin zu sein, oder diese Alias-Hairpin auf Brands Hatch. Da haben wir jetzt schon häufiger Probleme gesehen in der Bremszone. Da kam einer aus der Wiese gerade raus. So wie es geklungen hat. Ich glaube, dass es Pierre Meyer war. Bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. So, Glukokeki ist dran an Grützner. Und zwar direkt.
Ganz klar der schnellste Mann gerade im Feld, der David mit 24,8. Aber auch er muss natürlich, ne, gucken, dass er irgendwie vorbeikommt. Da gibt es keine Situation so nach dem Motto Hex, Hex und dann vorne dran der Vordermann verschwindet. Das passiert auch nicht. Bohmanns gegen Samani. Nochmal ein paar Kurven vertagt. Innenseite abgedeckt von Amir. Das macht er gut. Ja, wahrscheinlich sieht er auch und weiß auch, dass der Julius Bohmanns da den Frontschaden hat. Ergo etwas beeinträchtigt ist, was den Bereich der Aerodynamik betrifft. Krass, wie der mit fighten kann, ne? Der Julius, obwohl er den Frontschaden hat. Da absolut, ist aus ja. Sicht von Höckert und Damm kein Vorbeikommen am Julius. Der Audi, den, an dem es da gerade vorbeiging, der hat ja fast auch gestanden, ne? Ja, das war die Nummer 19, das war Thorsten Suhling, der natürlich als langsamer du meinst, Nummer 66 meinst du, auf P19. Sorry. Ja, alles gut. Genau. Der hat da natürlich auch ordentlich Platz gemacht. Ja, wir hatten es in der Fahrersbesprechung gesagt, dass die... beobachten wir von der Race Control schon seit einigen Rennen, dass unsere langsamen Fahrer zwischenzeitlich zwar nicht mehr ängstlich sind, ja, da kommt ein Schneller hinter mir, ja, aber dass sie, wie habe ich es heute in der Fahreransprache formuliert, dass sie teilweise doch so viel Platz machen, dass es schon fast an Selbstaufgabe grenzt. Das soll man und muss man natürlich trotz alledem nicht. Ne? Also ich meine, man muss als Überrundeter nicht im Weg stehen. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist, ganz klar. Ja. Aber man muss jetzt auch das Auto nicht in einen Rasenmäher verwandeln. Richtig. Dafür aber das kriegen die Jungs. Dafür gibt es Gärtner, die haben einen Job, die werden dafür separat bezahlt, für die Grünflächen, ne? Begünstigung. Und das müssen nicht die Boliden machen. Und realistisch gesehen, Freunde, ein GT3 als Rasenmäher ist das Bescheuertste, was du machen kannst, weil einfach viel zu teuer. Geht zwar gut, aber ist egal. Darf's keinem sagen. Ja. Ah, Bayern Amigo, da kriegst du keine Angst. Du sollst doch nach vorne rausgucken, nicht nach hinten. Meyers vor Bayern Schulz. Pierre Meyers auf der 14, Markus Schulz ist auf der 15. Reinhard ist auch nicht so weit weg. Absolute Schlagdistanz, ergo Dreikampf um P14. Ich glaube, die Lisa hat da vorne Spaß. Lisa ist jetzt auch gerade befreit. Auf der 12 hängt Andreas Riedl im Genick, aber ist etwas weiter weg von Thomas Fegertz. Samani nicht mehr auf der 7, jetzt nur noch auf der 8. Ist der etwas weit rausgekommen? Kann aber P8 halten, oder? Auf der Bremse kommt der Angriff. Ja, zumindest der Versuch. Ne, da geht's durch. Samani jetzt auf der 10. Lass dich doch nicht so übertrumpfen hier. Genau, Konter setzen. Sehr gut. Amir holt sich die 9 Retour. Höckert auf 8. Bohmanns jetzt auf der 7. Innen bleiben. Hat er gelupft.
und Glück im Unglück. Marco Damm, habt ihr gesehen, leicht in der Wiese von vorderen rechten Rad. Muss das Gas lupfen, um das Auto nicht zu verlieren. Und der Konter von Samani wiedergegeben. So, wir sehen aber auch im Hintergrund die Lady im Gepäck und Andreas Riedel schließen auf durch so ein Zweikampfgeplänke, wisst ihr selber. Kostet und da ist er weg. Da ist er abgeflogen, der Andreas Riedel. Klassische Situation hier an dieser Stelle im Brands Hatch. Zu hart aufgesessen, womöglich Unterboden zu weit nach links rausgeschmettert worden. Die Rasengittersteine zu massiv überfahren. Auf der Rasenfläche ist egal, ob du bremst oder Gas gibst, ist beides jedes Mal arschglatt. Und es dreht sich der Koffer ein und Andreas Riedel fliegt ab und verliert den Audi und ist jetzt wieder zurück auf der Strecke auf P16. Ja, sehr netter Kommentar, TNSR. Lisa fährt, als wäre Sommerschlussverkauf im Ziel. Wir haben gestern circa 30, 35 Minuten am Stück einen Zweikampf gesehen zwischen ihr und dem Kontrahenten. Und zwar wirklich Stoßstange in Stoßstange. Macht das echt gut, das gefällt mir gut. Was man halt sehr gut sehen kann, ja, das war jetzt der Fehler von Marco Damm. Marco Damm hat sich da mal verabschiedet aus dem Dreikampf. Marco Damm. Oh. Konnte er jetzt nichts für. War er ein bisschen. Hat er sich ein bisschen überschätzt, war zu dicht hinten dran, hat ganz leicht die Lisa angeschoben, aber sofort auf die Bremse. Also hat die auch direkt mal signalisiert, sorry, das war mein Fehler. Ich wollte die da jetzt nicht womöglich ins Heck hineinfahren. Innenseite, Fegert auf der Bremse. Gutes Manöver, jetzt aufpassen. Da hätte er jetzt motivierter ans Gas gehen können für den Ausgang, dass er wenigstens too wide im Exit rauskommt und nicht halt hier jetzt außenrum wieder von Marco Damm überholt wird. Und jetzt ist auch Pierre Meyer hindurch über die Außenseite der Nutznießer des Geplänkels zwischen Damm und Fegert. Meyer jetzt auf der 12, Fegert 13, Damm auf der 11, Lisa auf der 10, die Lisa Hansen auf der Jagd hinter Amir Samani. Luko Kecki ist vorbei an Markus Grützner. 5 Sekunden hinter dem Führenden, dem Jan Flair unterwegs. Ach krass, der blinkt einmal auf, der andere hupft auf die Seite und Luko Kecki zieht durch. Gut, schöner Respekt. Höckert. Absolut gut gemacht. Hinter Bomanz, da geht es um die 7. Rundenzeitenvergleich 27,3 Höckert, 27,2 Bomanz. Also gleichwertiges Niveau. Naron, sorry, ich hab's nicht gesehen im Chat gerade. Oh, Markus Schulz ist an der Box. Mal kurz gucken, ob der Motorhaube ist zu. Ja, Heck fehlt ein bisschen Lack. Großartig. Höckert ist vorbei an Julius Bomanz. Bomanz jetzt auf der 8, Höckert 7. Jetzt die Flucht nach vorne
ergreifen. Aus Sicht des Höcker, das Mike. Sauber. Da ist ihm die Strecke nicht ausgegangen, dem Marco. Geht an der Stelle aber auch nur, wenn du wirklich ganz, ganz dicht dran bist. Ansonsten kommst du da auch nicht vorbei oder du fliegst ab. Markus, ist schon wieder Halbzeit hier. Wie die Zeit rennt, oder? Ganz schlimm. Ich glaube, wir müssen ab dem nächsten Rennen die Rennzeit auf 1,5 Stunden erhöhen. Ja, ja, das machst es aber so, legst du einfach beide Rennen zusammen und hast das gleiche Resultat. Much was moin, vielen Dank für den Follow. Das geht so schnell. Irgendwas passt ihr gerade nicht. Gut reagiert von Pierre Meyer. Ja, habt ihr gesehen, rechts am Curb, leicht quer gekommen, direkt mal kurz die Bremse angetippt. Einfach den Lastwechsel sich zu Nutzen gemacht, um den Koffer einzufangen. Und das ist eine ganz bescheuerte Stelle hier auf Brands Hatch. Auch das hat er sehr, sehr gut gelöst, der Pierre Meyer. Euch zieht es, sobald ihr gefühlt ein Müh mit dem linken vorderen Rad auf der Grasnarbe seid, hat man das Gefühl, die Grasseite zieht einen magnetisch an und es wird immer schlimmer beim Rausziehen. Gut gemacht von Pierre. Immer noch Samani gegen Damm. Ich denke mal noch 2-3 Runden, dann hat Luko Kicki Flair eingeholt, den führenden. Schöner Power Oversteer von Marco Damm übers Heck geschossen. Ach, wie auch die Lise da hinten einfach mal voll über die Wiesen hämmert. Naja, jeder darf mal ein Stück Rasen mähen, ne? Ja. Ich habe zwar bis heute noch nie verstanden, wie die Grünflächen immer noch so grün halten können, aber egal, sie kriegen es hin. Im Brands Hatch. Ja, englischer Rasen, ne? Das ist halt auch was ganz Besonderes. Ja. 26,9 Samani, 26,7 Damm. Der Kaiser mit 47,8, was ist denn das? Müssen die schon wieder bei Runden? Ja, sieht so aus, ja. Sieht so aus. ...24.348 ist die schnellste Rennrunde von David Lukukeki gefahren. Das ist auch cool hier. In meiner Software, Marco, habe ich die Predict oder Potential Labs. Ja, ah, das ist sehr cool. Ja. Das habe ich bei uns auf dem Server auch in dem Auswertungstool. Das sieht man auch schön die Projections dann und was ein Fahrer theoretisch dann auch schaffen kann. Ne? Genau, das meine ich. Genau, richtig, richtig. Ja. Wenn er seine Top-Zeiten wirklich mal oder seine Top-Splits mal zusammenrechnen würde, ja, dann genau, das Potenzial liegt.
Ja. Ist auch für die eigene Analyse ziemlich cool, weil du ja relativ schnell sehen kannst, wo du eigentlich im Felddurchschnitt bist oder wo du besser bist und wo du einfach Zeiten verschenkst oder wo du halt im Zweifelsfall, man kann nicht immer auf jedem Streckenabschnitt gut sein, aber wo du vielleicht so gut bist, dass du vielleicht eine etwas schlechtere Pace an einem anderen Streckenabschnitt wieder gut machen kannst. Ne? Genau. Geht auch. Ja, Oliver, dann drücken wir dir die Daumen bei der PWA-Fahrt hier morgen. Ne? Da sagt er auf jeden Fall viele Grüße und ja. Dann trink heute Abend nicht so viel auf dem 30. Geburtstag, hast du gesagt. Ne? Das ist aber auch genau der Grund, warum noch nie jemand hergegangen ist und hat gesagt, komm, wir fahren mal einen 12er oder einen 24er auf Brands Hatch. Die hätten alle Teilnehmer hätten nach spätestens 2 Stunden den Koffer abgestellt. Aber was ich mir auch brutal vorstelle, ist nur so am Rande so Donington oder Snitterton 12 Stunden. Boah. Da ist halt auch nicht viel Platz, ne? Nee, auch der Anspruch an... an diese Streckenunebenheiten und sowas. Ja. Der fährt vorbei, als wenn der anders steht. Das ist unglaublich. Wechsel an der Spitze. Damit Luko Kekki jetzt auf der 1. Jan Flair auf der 2. Markus Grützner auf der 3. Der ist nicht so weit weg. 16 Minuten haben wir noch knapp. 3 Sekunden müsst ihr zufahren. Möglichst. Ulrich auf der 4. Behnke 5. Kaiser auf 6. Höckert auf 7. Bomans 8. Meier auf 9. Samani auf der 10. Marco Damm dahinter. Lisa Hansen auf der 12. Reinhard auf 13. Riedel 14, Thomas Fegert 15, Markus Herber 16, Markus Schulz 17, Daniel Brandt 18, Thorsten Suhling auf der 19. Jetzt ist er vorbei. Und jetzt heißt es wegfahren. Nach vorne. Nicht nach hinten blicken. Rückspiegel am besten ausblenden, ignorieren. Marco Damm ist vorbei an Amir Samani. O'Reilly, moin, wunderschönen guten Abend. Jan, gib mal Kette. Damit ist Jan Flair gemeint auf P2. Hier im Bilde. Donington, 8 Stunden war schon übel. Das glaube ich, Selavi. Das glaube ich. Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen, wobei es sicherlich spannend sein dürfte, ja. Der Rasen war nur nach 1A. Ich glaube, da war danach gar kein Rasen mehr vorhanden. Das konntest du schon fast als Mutterboden dann wahrscheinlich anpreisen. Hey, hier ist eine Welle drin, Freunde, die ist absolut ekelhaft. Genau.
Frontschaden beim Jörg Reinhardt und auch bei Lisa Hansen, wenn ich es richtig gesehen habe, im Augenwinkel. Ja, auch hier macht die Motorhaube. Würde also erklären, warum sie da etwas Pace liegen lassen muss, gezwungenermaßen. Weil auch bei ihr die Aerodynamik nicht mehr optimal ist. Oh, Franny, na Sonnenschein, Devs. Hier, Augenlinie hing schon bei der Kniescheibe, die Stimme ist noch... Schöner Konter. Gut mitgespielt, aber vom Jörg. Die Stimme ist aber auch so ein bisschen, ne? Also ich... Normalerweise klinge ich schon ein bisschen höher und so, aber... Heute nicht. Aber mit Reibeisen hat es nichts. Ich habe vor zwei Jahren damals noch in Gran Turismo Sport unterwegs gewesen. Und da war ich bei einem 24er, war ich bei Kumpels hier bei uns im Headquarter. Ne? Da haben wir uns getroffen, waren wir am Wochenende, waren wir 30, 32. Lange, lange vor Corona-Zeit. Und da habe ich einen 24er gemacht. Und bin dann nachts pennen gegangen. Hab dann so 2-3 Stunden geschlafen, bin halt dann raus. Ne? So, und wenn ich tief schlafe und bin aufgestanden und musste, keine Ahnung, ich glaube 10 oder 15 Minuten später dann halt wieder ans Mikrofon dran. Ich habe eine Stimme gehabt, original wie Grönemeyer. Ich bin dann auch ans Mikrofon ran, ne, und bin dann halt ins Stream rein und die Community ist erstmal voll erschrocken, die noch wach waren, so nach dem Motto, und hatten dann original Reibeisen hier in der Akustik. Also so klinge ich noch lange nicht. Kann ich mich dran erinnern, war geil von euch. Stimmt, du warst damals auch mit dabei, Marc, ja. Aber lang her ist es schon. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber egal, er macht es einfach, der David. Hämmert da vorne weg, als wenn es keinen Morgen gäbe. Unglaublich. Eigentlich... Aber auch Jan und Markus sind echt gut unterwegs und das ist, wenn ich mich nicht irre, auch ihre beste Platzierung, wenn das so bleibt, bis zum Ende des Rennens. Also von daher können wir jetzt bei den beiden Jungs vom Audi Club Bremerhaven echt sagen, aufpassen und Ergebnis nach Hause fahren. Ja, sehr schön, Oliver. So muss das laufen, oder? Dass alle infiziert sind, denn so werden das mehr Zuschauer. Sehr schön. Coole Geschichte. auf Paul Ricard. Marc. Auch eine schöne Strecke. Ja, aber ich werde die nächsten, also die drei Monate darauf folgend wahrscheinlich keine einzige Sekunde mehr sehen wollen. Genau, 24 Stunden Parkplatz, genau. Marco, wie ist es mit Fahrhilfen? Wird hier was unterdrückt, beziehungsweise... der fängt den Koffer noch. Oder ist da... Also ich rede jetzt nicht von dieser Stabilitätskontrolle, mal abgesehen davon, ne, Freunde, wenn ihr die Stabilitätskontrolle in ACC anwerft, dann könnt ihr auch gleich, dann, weiß ich nicht, fahrt irgendwie
Playmobil oder so ein Bums. Nein, genau. Stabilitätskontrolle in ACC, stellt euch, das ist wirklich so, stellt euch vor, am Heckflügel des Fahrzeuges ist links und rechts ein Engel. Wenn die Stabilitätskontrolle greift, was von der Funktionalität her immer gleich ist, dann zieht euch, wenn ihr das Heck verliert oder wenn das Auto in die Unruhe kommt, zieht euch der Engel gegenüberliegend am Heckflügel wieder gerade. Ergo, es wird aber auch Gas- und Bremsfunktion, es wird alles runterreguliert in diesem Moment. Das heißt, diese Stabilitätskontrolle macht euch generell nur langsam. Das ist so. Genau, also um deine Frage zu beantworten und vielleicht die Frage von dem einen oder anderen Zuschauer auch. Tatsächlich unterdrücken wir die Lenkhilfe und die automatische Schaltung und natürlich die Stabilitätskontrolle. Mhm. Aber die Ideallinie kann man, wenn man das möchte, durchaus aktivieren. Okay. Soweit mir aber bekannt ist, tut das keiner unserer Fahrer. Ja, aber grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, haben wir uns auch offen gelassen, tatsächlich für die Kick-Off-Season, für unsere vielen Neueinsteiger. Tatsächlich wird das aber bei uns auch diskutiert, dass wir auch die Ideallinie mit Beginn der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stellen werden. Ja gut, ich sag mal, im ersten Moment sieht sie nur der Fahrer selber, der sie, wenn aktiviert hat. Und von der Serverseite her, Naron, deswegen sind wir da drauf, von der Naron, genau deswegen. Ich rechne eigentlich noch mit einem Angriffsversuch von Grützner gegen Flair. Echt jetzt? Scheiße. Okay, warum er dann vorbeigelassen? Wahrscheinlich ganz einfach. Das war Beckmarker. Das war Überrundungssituation gegen Markus Grützner. Flair fährt den 69er Audi 8 hier vorne aus dem Hause Audi Freunde Bremerhaven. Und Grützner ist hier im Bilde. Das ist der Teamkollege. Ja, der ist natürlich jetzt aufgehalten worden. Aber 6 Minuten sind noch. Also es besteht die Möglichkeit weiterhin für Markus Grützner, dass sie da Club-Team-intern die Position tauschen. Ja, sehr schön. Warnblinker waren zum Gruß nach hinten an den Kollegen zum Dank. Wenn ich es richtig sehe, war das Andreas Riedel. Jawohl, der 225er, dem der Dank da galt. Ja gut, das müssen sie selber ausfighten. Na und da, ja, das hoffen wir natürlich auch, ne? Greywolf, grüß dich mal lieber. Wunderschönen Abend. Bomans hinter Kaiser. Ja, moin, Xanster. Willkommen. Ja, servus. Ein wunderschön. Jetzt kommen sie da alle hier aus der Koi raus, oder was? Meier in der Box. Lass mal kurz einen Blick riskieren. Das Ding sieht aus wie geleckt. Könnte ein... Ich habe mal Escape verwenden müssen, weil... ja, Herzklappenabriss im Negativen. Oh. Kaiser hat Bomans im Genick und den Marco Damm. Bomans hat den Frontschaden. Also Bomans ist definitiv etwas im Nachteil. Definitiv aber auch gegenüber Marco Damm, der jetzt hier mal richtig den Druck aufbaut. Oh. Hoffentlich geht das nicht schief. Power Oversteer bei Damm. Den ganzen Tag nur gegammelt nach gestern. Ja, Xanster, so ging es mir auch. Irgendwann heute um kurz nach 1 war es, glaube ich, gewesen. Habe ich dann irgendwann mal final die Augen aufgemacht und dachte so, Digga, was ist da los? Nein, ich habe gar keinen Bock, aber egal, ich muss. Ja, Racing Team Oberwiese hat das nochmal schön geschrieben im Chat, das Problem an der Ideallinie. Das ist genau auch der Grund, warum wir es erwägen, abzuschalten, weil es gerade den Neueinsteigern
aus unserer Sicht eigentlich ein falsches Gefühl vermittelt. Es gibt ihnen null Gefühl für Bremspunkte, es gibt ihnen null Gefühl für Schaltpunkte. Man verlässt sich zu sehr auf die Ideallinie und zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, weil auch ich habe irgendwann mit Ideallinie angefangen, man arbeitet viel zu sehr mit der Bremse und viel zu wenig mit dem Gas oder vielleicht auch einfach mit Schaltzeitpunkten und bremst das Auto an Stellen unnötig ab, nur weil man irgendwie die Ideallinie, die da eingezeichnet ist, von Rot auf Grün bringen will. Die wird rot? es soll Spiele geben, wo es das gibt. Ich weiß es bei ACC ehrlich gesagt gar nicht. Ja, aber grundsätzlich aus meiner Sicht ist es eine ziemlich dumme Hilfe, weil sie ein viel wichtigere Sachen, nämlich richtiges Anbremsen und richtige Schaltzeitpunkte irgendwie komplett vergessen lässt. Und das dann wieder rauszubekommen, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist noch viel, viel schwieriger, als einfach gleich ohne Ideallinie zu fahren. Ja, richtig, ja. Reinhard gegen Hansen oder umgekehrt. Hansen gegen Lisa, hat Spalt gesagt. Gegen Reinhard, nämlich Jürg gegen Lisa. Und Lisa kann sich durchsetzen. Lisa fährt vorbei am Jürg. Also bis jetzt haben wir immer noch 2,6 Sekunden zwischen P2 und P3. Also nach gegenwärtigen würde ich sagen, der Jan ist durch mit P2. Das war vorne der Kollege Jürg Reinhardt, der da extrem weit rausgefahren ist. Nochmal kurz den Rasenmäher angeworfen. Lieber Jörg, wenn du das hörst, wir sind nicht im Landwirtschaftssimulator. Lass die Kuddelmaschine haben. Genau. Schon wieder die letzte Runde. Absolut brutal. So, dann bereite ich mich schon mal vor, dass ich uns die Jungs zusammensuche. Mhm. Was haben wir denn? Haben wir Podium vom Rennen 1 und Rennen 2, oder was? Genau, wir holen uns alle zusammen. Ich muss jetzt nur noch mal schnell in das Ergebnis von Rennen 1 schauen, damit ich niemanden vergesse. Okay, der Manuel und der Jan. So, die letzten paar Meter Aussicht ist damit Luku Keki. Keki? Ist halt Luku. David holt sich erneut zum zweiten Mal den Rennsieg nach den zweiten 45 Minuten hier auf Brands Hatch. Glückwunsch dazu. Dejan Flair macht P2 komplett. Sehr gut. Lisa im Vordergrund im roten Audi auf P11 abgewunken worden. Markus Grützner holt sich die 3. Glückwunsch dazu. Das heißt, David, den Jan und den Markus brauchen wir dann auch für den Heat Nummer 2 im Siegerinterview. Manuel Hurich holt sich die P4. Corbin Behnke wird dann Fünfter. Jawohl, da kommt der Corbin drüber. Michael Katz, P5.
P6 abgewunken, Christoph Kaiser, dann gleich P7, wenn sich's ausgeht gegen Marco Gamm, ja, geht sich aus, das schaffst du hier nicht. Das schaffst du hier nicht, wenn du auf außen rübergezogen wirst und dann nach innen rein. Das geht hier nicht. Das Kaiser also P7, Marco Damm P8, Julius Bomans auf der 9. Amir Samani wird dann gleich 10. Und dann passt es soweit. Gut. Du weißt es noch, Marco, wer wie wo was hier vom Rennen Nummer 2? Natürlich. Sehr schön. Ich habe alles auf dem Schirm. Gut, zur Not lasse ich mir die Standings. Noch 2 Minuten. Genau, ja. Ganz locker. Dann sage ich schon mal Bescheid hier. Willkommen zurück, Lisa. War anstrengend oder war einfach? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es ist halt Sprint, ne? Heute wollen wir mal Bumsi bekommen. Ah, hat sie nicht gesagt, doch hat sie. Ja, aber ich würde mal vorsichtig behaupten, ja gut, du, GT3 und DTM kannst du von der Pace her nicht vergleichen, aber so vom Geschwindigkeitsphänomen her ist schon schnell die Strecke, gell? Ich finde die cool, definitiv. Also, Brands Hatch, mir persönlich macht es Spaß, ich finde es echt nice. So, genau. Das waren die Sieger vom ersten Lauf, gell? Marco, die da sitzen im Voice. Genau, also das ist, halt, warte, ich sag dir es gleich nochmal, damit wir jetzt keinen Mist machen. Also im ersten Lauf haben wir den David und den Manuel auf Platz, also David auf Platz 1, Manuel auf Platz 2. Mhm. Der Jan ist leider nicht im Discord, also wenn der Jan den Stream hört, Jan ganz schnell noch irgendwie auf den Discord kommen. Welcher Jan? Der Jan Zagrewski. Ach so, ja, nee, okay. Hm. Und ja, ansonsten haben wir David und Jan und Markus. Markus fehlt noch, aber Markus, Markus weiß ist da. Bescheid. Markus ist da. Und kommt. Markus ist auch da? Ja, ja. Ah ja, da ist er. Sehr gut. Habe ich ihn gerade nicht gesehen. Dann zieh uns doch gerade mal hier den David rein, den Manuel und den... und fertig. Nur die zwei erstmal. Dann machen wir Rennen 1 und dann haben wir den Rest am Start. Genau. Sehr schön. Oh, halt. Das war der Falsche. So. Weggeschoben. Ist ja nicht wahr. So, der Jan ist aber im ersten Lauf, ist der Zweite oder Dritter geworden? Marco. Der Jan ist Dritter geworden. Ja, okay, super. Dann der fehlende Jan. Genau, der fehlende Jan, richtig. Dadurch, dass der fehlende Jan jetzt nicht da ist und fehlt, ergo, ne, können wir starten für den Moment mit P2, nämlich mit dir, Manuel Hurig. Wunderschönen Abend, Grüße. Jetzt, guten Tag. Moin, so, warte mal, ich mach mal ein bisschen lauter hier. Ja, Manuel, erster Lauf, erstes Rennen hier auf Brands Hatch. Wie war es gewesen? Wie Laune hat es gemacht? Mit Sicherheit, aber Brands Hatch, ja, haben wir auch hier mehrfach erörtert am heutigen Abend, ist nicht wirklich breit. Trotzdem musst du hier relativ schnell in den Tunnel kommen. Wie lief es bei dir? War das okay? Ging das einigermaßen oder hast du dich extrem schwer getan? Also zuallererst war ich mal froh, dass ich überhaupt irgendwie durchgekommen bin. Okay. Und ja, also am Anfang war es halt ein bisschen viel los, aber ich bin relativ gut durchgekommen durch das ganze Getummel. Und bis auf einen richtigen Overtake bin ich eh nach vorne durchgespült worden, von dem her war das alles relativ entspannt für mich. Sehr schön, das heißt zufrieden? Ja, doch. Ja? Auf jeden Fall. Also keine Sondersessions einzulegen fürs nächste Mal, Brands Hatch, so nach dem Motto. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen schon relativ viel gemacht gehabt, von dem her
super zufrieden, ja. Sehr schön. So klingt Bescheidenheit. Genau, richtig. Ja, Glückwunsch zu P2 im ersten Lauf von den Manuel Hurich. Glückwunsch dazu. Und im zweiten lief es jetzt nicht ganz so toll. Da hast du, glaube ich, abgestellt, oder? Manuel? Platz 4 geworden, war ganz in Ordnung eigentlich. Halt durch das Ach, Platz 4, Entschuldigung, Platz, siehst du, ja, sorry. Auf ich Platz 8 gestartet, also von dem her trotzdem alles in Ordnung. Das erste Rennen, was ich hier mitgefahren bin, eigentlich völlig in Ordnung. Probleme mit den Reifen gehabt oder was? Nee, gar nichts. Ja doch, weil ich mich am Anfang relativ schnell gedreht habe einmal. Dann musste ich damit ein bisschen kämpfen, aber ich kam wenigstens durch. Das ist die Hauptsache. Sehr schön. Gut, Glückwunsch an dich, Manuel Hurich, zu P2 im ersten Lauf, zu P4 im zweiten Lauf. Und dann haben wir den Sieger des ersten Laufes. Den kann natürlich auch dann da bleiben, ne? Ist klar, weil ist ja auch Sieger vom zweiten und so, ne? Ja, David, herzlich willkommen. Wunderschönen Abend an David Lukukeki. Im ersten Lauf den Sieg eingefahren. Im zweiten Lauf lief es aber auch etwas anders. Durch natürlich das Reverse Grid, die Situation. Aber im ersten Lauf habe ich gesehen, Digga, was war denn los? Mal voll der Ausritt gehabt hier. Dann auf P2 und dann wieder nach vorne und so. Wie lief's bei dir, David? Ich habe einen blöden Fehler gemacht, bin da über den Curb geballert und dann hat es mich halt einfach rausgeworfen. Kurz noch die Wand geküsst, aber Gott sei Dank so einen heftigeren Einschlag verhindert. Dann konnte ich zumindest weiterfahren, ohne größeren Schaden zumindest, aber es war halt schon ein dummer Fehler. Brands Hatch ist eine Strecke, die dir liegt oder generell das Auto und der Audi 8, der dir sehr gut liegt, der dir in die Karten spielt? Doch, der Audi, das ist mein Lieblingsfahrzeug eigentlich von den GT3s und Brands Hatch. Ja, auch ganz, ganz coole Strecke, mag ich ganz gerne eigentlich. Sehr schön. Dann ist daher definitiv die Performance zu erklären. Wie war bei dir das Thema Reifen? Händelbar, ganz tiefenentspannt? War gut, also im ersten Rennen hatte ich ein bisschen zu wenig Druck, das habe ich dann nachher fürs zweite Rennen angepasst. Aber das war immer noch irgendwo in einem vernünftigen Fenster eigentlich. Sehr gut. War aber ganz gut. Sehr gut. Glückwunsch an den David zum ersten Rennen zum Sieg da, jawohl. Marco, dann würde ich sagen, lass uns weitermachen. Ach, du hast es schon da, die Kollegen. Sehr gut. Ja, alles im schon Rennen, erledigt. Sehr gut. Im Rennen Nummer 2 waren die folgende Situation. Markus Grützner, wunderschönen guten Abend. Erstmal herzlich willkommen. Glückwunsch zu P3 fürs Podium. Es hat gereicht. Ja, ich glaube, das waren so 3-4 Runden vor Schluss. Bist du dann Manuel noch vorbei gekommen, hast ihn knacken können, ergo. Und P3, wie fühlt sich's an nach 2x45 Minuten heute auf Brands Hatch? Also erstmal bin ich mega kaputt, tatsächlich. Das hat richtig geschlaucht. Und dann das erste Podium überhaupt hier im ACI Cup. Schon sehr, sehr geil. Ich habe da lange drauf gewartet. Ich bin glücklich, das Auto hat gehalten, das Setup hat gut funktioniert. Bin mega glücklich. Sehr schön. Glückwunsch P3, sehr geil. P2 geht an Jan Flair, auch der Jan. Ich glaube, da gab es auch so die ein oder andere Sekunde, so die letzten 5, 6, 7 Minuten vor Rennende. Hast du da 2-3 Mal mehrfach in den Rückspiegel geguckt, weil du gesehen hast, okay, warte mal, du darfst jetzt trotzdem keinen Fehler erlauben, weil sonst läufst du Gefahr, dass der Markus Grützner von hinten noch aufrückt. War das so der Fall oder täusche ich mich da? Ja, glücklicherweise sind wir ja Teamkollegen und ich hatte am Ende ein bisschen Problem mit auskühlenden Reifen. Das ist auf Brands Hatch irgendwie ganz komisch. So, man fährt 5 Runden, die Reifen sind top, dann werden sie kalt, dann werden sie wieder warm. Und wir haben dann glücklicherweise als Teamkollegen festgestellt, dass es für uns beide ja reichen könnte, einfach so nach Hause zu fahren. Und ich hatte aber tatsächlich ein bisschen untersteuern im Auto die letzten Runden und bin da nicht mehr Vollpace gegangen. Ich habe den David auch nicht so aufhalten wollen. Ich dachte, ach, wenn wir jetzt mit dem in den Zweikampf kommen und dann schmeißt sich noch einer ab oder irgendwas Komisches passiert, so, deswegen durfte der mich ganz nett überholen. Das darfst du aber nicht zu häufig machen. Lass dir das gesagt sein von mir, weil der David, der denkt sich sonst irgendwann, weißt du was? Ich muss ja eh nichts mehr, man lässt mich ja eh vorbei. Nee, also Spaß beiseite. Ist schon eine tolle Pace. Ne? Also wenn jemand da wirklich so eine Pace hinschmettert, dann sei ihm auch bitte gegönnt, dass er da relativ weit vorne dann dementsprechend auch die ich gönne ihm das auch. Also. Einfährt, ne? Das ist schon klar. Ja, Glückwunsch an dich, an Jan, zu P2. Gratulation, schöne Pace da in den Asphalt gebrannt und auch so ein Thema, wenn jetzt vielleicht der eine sagt, ja wieso, ist doch kein Problem, die haben ja Reverse Grid gehabt und so. Stopp. Reverse Grid ja, aber du musst auch in der Lage sein, das Thema verwalten zu können und vorne die Position zu halten. Das ist das, was viele vielleicht auch in dem Moment vergessen. Deswegen P2, glaube, da kann man zufrieden sein. War trotzdem ein schönes Wochenende, beziehungsweise ein schöner Rennabend mal 2 aus Sicht des Jan Flair und David im zweiten Rennen.
lief alles nach Plan. Die Zusatz, ja, ich sag mal, Hürde, dass ich muss jetzt da womöglich noch an den Kollegen vorbei, auch nicht wirklich groß eine Rolle gespielt, oder? Oh, doch, der Markus, der war ja fix unterwegs. Also, ich wollte ihn auch gar nicht so extrem angreifen, weil wir haben auf den Jan extrem aufgeholt. Ich glaube, eine Sekunde pro Runde. Ja. Und ja. Dann hat er aber irgendwie Reifenprobleme gekriegt. Und da musste ich einfach auch irgendwann mich vorbeidrängeln, weil der wurde dann einfach langsamer, dann mal wieder verloren. Aber der war schon schnell, also das war schon nicht ohne. Das typische Problem in Brands Hatch, dass du dir über den Curb Tire Pressure. Ja, das geht schnell, ja, das stimmt. Ja, genau. Das so, und dann am Jan, dann habe ich gemerkt, dass der mich halt vorbeigelassen hat. Ich hatte gedacht, der wollte einfach Zeit sparen, damit der Markus nicht noch an uns rankommt. Ja. Und das war ein geiles Rennen. Tatsächlich. Ja, war ein geiles Rennen und ich weiß, dass ich bei der meine Pace war gut. Ich hatte auch gedacht, dass es idealerweise so läuft, wenn wir am Anfang, während sich die da hinten kaputt kämpfen und ich ein bisschen wegkomme, dass das reicht, um am Ende noch auf dem Podium zu stehen. Das hat auch tatsächlich geklappt. Aber der David fährt einfach so schnell, dass ich Genau, damit will ich auf jeden Fall nochmal schnell meine Chance nutzen, euch auch allen zu gratulieren. Ganz besonders natürlich freut es mich, dass auch ACI-Kollegen jetzt endlich in den Genuss des Podiums mal kommen. Von daher natürlich ganz herzlichen Glückwunsch. Da werden wir noch ein kühles Donnersanbruch machen heute Abend. Genau, Markus und Jan. Dass David irgendwie auf dem Podium steht, das gehört ja schon zum guten Ton. Von daher natürlich auch an dich herzlichen Glückwunsch, sensationelle Leistung wieder und natürlich auch an Manuel, super Geschichte. Ja, dem ist generell nichts mehr zuzufügen, hätte ich jetzt im ersten Moment gesagt, Glückwunsch an beide Podien nochmal aus dem Rennen 1 und aus dem Rennen 2. Gehört haben wir, Freunde, einmal den David Lukukeki, der hat den Doppelsieg eingefahren, der Jan Flair war im zweiten Lauf P2, der Manuel Hurich im ersten Rennen P2 und auf P3 war es im zweiten Lauf der Markus Grützner. P3 aus dem ersten Lauf, haben wir eben gehört, ist nicht da gewesen, aber das ist nicht weiter tragisch, das soll auch mal legitim sein, insofern alles gut. Gut, Abschlussworte eventuell, Marco, von deiner Seite aus, ansonsten habe ich noch eine Sache kurz und dann ist alles cool. Ja, ich bedanke mich natürlich bei allen Fahrern ganz herzlich. Ich bedanke mich bei dir, Bloody, ganz herzlich für deine tolle Unterstützung heute Abend. Natürlich danke auch an unsere Partner und Unterstützer. Und das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Leider habe ich sie jetzt irgendwie nicht mehr in Discord geschafft oder sie ist da, aber jetzt nicht im Sprachchannel irgendwie. Ich finde es mega cool, dass wir es an dem heutigen Abend geschafft haben, eine Frau für den Digital Cup zu begeistern. Mal schauen, was Lisa im Nachgang sagt und sie weiterfährt. Das freut mich ganz besonders, denn wie ich schon gesagt habe, die Mädels sind immer unterrepräsentiert. Von daher bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir haben eine kurze Woche. Nächsten Samstag, ganz regulär, geht es beim Audi Digital Cup dann wieder weiter. Und zwar sind wir im wunderschönen Ungarn am Hungaroring. Ja, richtig, genau. Ja, ich hab gedacht, gibst du mir so mal einen Wink oder so. Ja, das war der Wink. Ja, das Stille. War der Wink, ja, richtig, die Stille. Die Stille in der Stimme, die Stimme in der Stille, ja, genau, richtig, ja. Sehr schön, also ihr habt es gehört, Hungaroring ist das nächste Thema in einer Woche und ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, den heutigen Abend, auch mir hat es natürlich richtig viel Spaß gemacht, keine Frage, und beim nächsten Mal, wie gesagt, ist die Stimme auch ein bisschen anders mit der Tonlage, mit Sicherheit, und auch von mir natürlich vielen, vielen Dank für euren großartigen Support hier, fürs Reinschalten, fürs Zuschauen, fürs Unterstützen, fürs natürlich auch mitfiebern und ich denke, beim nächsten Mal kriegen wir auf jeden Fall die 30-Fahrer-Marke wieder geknackt, oder? Kann ja nicht sein hier. Oh, 20 Fahrer, ey. Kriegen wir auf jeden Fall gut. Also, Kuss geht raus, bleibt gesund und munter, habt einen schönen Abend, kommt nachher gut zu liegen, genießt das ein oder andere kühle Blonde und Lisa, auch dir vielen, vielen Dank. Kuss geht raus für deine Teilnahme und wenn es passt, zeitlich liebend gerne beim nächsten Mal wieder mit am Start. Macht's gut, schönen Abend noch, bis dann, wir sind raus. Ringehauen, schönen Abend noch, tschüss. Danke euch.